Ja, ganz herzlich willkommen auf dem Podium und natürlich auch herzlich willkommen an das Publikum, das sich seit gestern Nachmittag etwas verändert hat. Deshalb möchte ich auch noch mal ganz kurz einleiten, um was es uns hier und heute geht und dann so ein bisschen das Podium vorstellen, was uns heute wichtig ist, und deshalb haben wir auch ein großes Podium angedacht, ist das, was wir gestern erarbeitet haben, auch in einen Dialog zu bringen mit unseren Expertinnen und Experten, die wir heute hier einladen durften und die uns auch zugesagt haben. Herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute hier bei uns zu sein. Es geht um Nachhaltigkeit. Es geht darum, die Zukunft zu antizipieren und die Zukunft weiterzudenken und möglicherweise Dinge zu vermeiden, die auf uns zukommen. Und es wird natürlich hier und heute auch darum gehen, wie viel Gedanken der Nachhaltigkeit und des Denkens, wie die Lage sich derzeit schon gestaltet, ist in der Gesellschaft überhaupt schon verankert. Wie gehen wir damit um und welche Art von Partnerschaften brauchen wir im deutsch-französischen Kontext, um die Zukunft anzudenken? Anticiper l'avenir, also wie können wir das überhaupt tun? Auf der Ebene der Hochschulkooperationen, auf der Ebene der Forschungskooperationen, auf der Ebene des bürgerschaftlichen Engagements. Welche Art von Stiftungen und Engagement von Stiftungen wäre in diesem Kontext nötig, aber auch von Ministerien oder von Leitungsorganen unterschiedlichster Art. Es geht um einen deutsch-französischen Nachhaltigkeitsdialog 2.0 heißt er, das heißt, da ist auch noch eine Medienseite inkludiert. Ja, wir befinden uns in einer Zeit, in der sehr schnell kommuniziert wird über die sozialen Medien, sehr große Gruppen oder teilweise auch Bubbles sich abspalten in der Kommunikation und möglicherweise gar nicht mehr partizipieren in dem Dialog, der uns wichtig ist. Und insofern könnten wir auch eine Ebene einschließen, wo es darum geht, wie holen wir denn Menschen zurück in den Nachhaltigkeitsdialog, die wir möglicherweise schon ein klein wenig verloren haben auf dem Weg. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Kooperationspartnern. Es ist ein erster Schritt in diesem Nachhaltigkeitsdialog, den wir hoffen, auch weiterführen zu können. Wenn man über Nachhaltigkeit spricht und selbst nicht nachhaltig ist, ist das immer so ein kleines Problem. Das heißt, wir hoffen, dass diese Veranstaltung hier und heute auch ein Inkubator wird für zukünftige Dialogveranstaltungen im deutsch-französischen, aber auch weit darüber hinausgehenden Raum. Wir wissen zwar, dass Deutschland und Frankreich sehr, sehr wichtig sind für Europa. Sie sind ein Motor, sie treiben vieles an, aber wir brauchen die Partner in der ganzen Welt. Wir haben gestern sehr viel über Afrika gesprochen oder über Westafrika. Europa braucht die Welt und die Welt braucht Europa. Und wenn wir noch weiterhin in diesem Thema wichtig sein wollen und etwas zu sagen haben wollen, ist es jetzt an der Zeit, uns auch entsprechend aufzustellen. Die ASCO Europa-Stiftung widmet sich vor allem der Förderung von Wissenschaft und Forschung, hat aber auch ein ganz klares Commitment, sich dem demokratischen Staatswesen zu widmen und auch darauf zu sehen, wie sich das bürgerschaftliche Engagement und das demokratische Staatswesen gemeinsam weiterentwickeln. Auch an dieser Stelle, denke ich, gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte. Auf der anderen Seite möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Robert-Curtius-Zentrum Bonn, Le Centre Ernst-Robert-Curtius Le Cercle. Es ist ein Netzwerk für diejenigen, die damit noch nicht so vertraut sind, von unterschiedlichsten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen hier in Bonn und natürlich den jeweiligen Netzwerken, die daran hängen. Das heißt, wir haben verschiedenste Fächer wie Politikwissenschaft, die verschiedensten Philologien, aber auch die Kunstwissenschaft, es sind Historiker dabei. Das geht bis in die Pathologie, also in die Medizin hinein. Die Rechtswissenschaften sind mit im Boot. Also wir haben genau diese Art von interdisziplinären Dialog, den wir möglicherweise auch brauchen, um zu Problemlösungen zu kommen. Und die Dritten im Bunde, die Deutsch-Französische Hochschule, hat eine lange Tradition, ist gegründet worden aus Anlass des Weimarer Abkommens als eine UN-Sonderorganisation, die sich ganz besonders der Kooperation im Hochschulbereich zwischen Deutschland und Frankreich widmet. Ich glaube, hier in Bonn heißt das fast irgendwie Eulen nach Athen tragen, weil sie wissen schon sehr genau, was das alles bedeutet.
bedingt hat in der Hochschulentwicklung an den verschiedensten Universitäten. Sie haben einige ganz tolle Programme zwischen Deutschland und Frankreich. Aber da gibt es natürlich auch immer noch Luft nach oben. Die Deutsch-Französische Hochschule hat sich sehr stark in die Richtung von trilateralen Veranstaltungen entwickelt und vor allem auch trilateralen Studiengängen. Das heißt, auch hier gibt es ein ganz klares Bewusstsein, es kann nicht nur auf der Achse Deutschland-Frankreich enden, sondern es muss noch weiter hinausgehen. Und aus meiner Sicht ist es auch ein sehr gutes Modell, ja, an das man anknüpfen kann, um eine europäische Universität vielleicht auch noch breiter zu denken, als wir das bisher getan haben. Das nur ganz kurz zum Rahmen. Ich möchte jetzt noch die drei Themen vorstellen, die die AGs gestern beackert haben. Und wir werden dann in eine etwas durchmischte Runde gehen. Und zwar haben unsere Gäste, die heute neu hinzukommen, kurze Statements vorbereitet. Oder auf der anderen Seite möchten wir das, was gestern in den AGs erarbeitet wurde, auch hier in aller Kürze nochmal präsentieren, weil es wäre schade, dass das nicht in einem größeren Rahmen nochmal diskutiert wird und dass wir dann zu gemeinsamen Fragestellungen übergehen. Und wir werden dann im Anschluss natürlich auch das Podium öffnen für Fragen aus dem Publikum. Die AG 1 hat sich vor allem mit dem Thema beschäftigt, wie soll gerechte Energiewende gehen. Das Thema war die Energie. Rachel Guyer zu meiner Linken hat die AG geleitet. Es ging natürlich nicht nur um die Energie, sondern alle affinen Themen, zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema dabei, die Mobilität. Dazu werden Sie ganz sicher noch mal was sagen. Wie bekommt man Menschen überhaupt dazu, ihre Mobilitätsgewohnheiten möglicherweise auch zu verändern? Und was braucht es auf der Seite der Technik, aber auch auf der Seite des Sozialen, um an dieser Stelle voranzukommen? Die AG 2 hat sich gewidmet dem Thema Global Health und gesellschaftliche Verantwortung, vor allem mit Blick auf Westafrika. Walter Bruchhausen, ganz links außen aus Ihrer Perspektive, hat diese AG geleitet. Und auch da gab es einige doch ganz interessante Ergebnisse. Und ich würde auch sagen, zwischen den AGs hat man auch erkannt, dass es doch gemeinsame Themen gibt, die uns alle umtreiben. Die AG 3 war gewidmet dem Klimawandel und der Biodiversität mit allen daran noch hängenden Themen, und das sind viele, also von der Agrarwirtschaft und der Ökonomie, die damit verbunden ist und alles, was das mit sich bringt. Und ich freue mich ganz besonders, gestern Abend hatten wir Robert Bayer, der die Ergebnisse zusammengefasst hat, und heute haben wir auf dem Podium Ralf Seppelt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, der uns auch die Ergebnisse der AG und anliegende Themen darbieten wird. Es eigentlich selber, habe ich gesehen, hat Landschaftsökologie gemacht, kommt aus der Mathematik. Also es geht auch sehr viel möglicherweise darum, was wir mit modernen Methoden, auch in Modeling, also computertechnischen Modellen, hochrechnen können. Wie sieht denn diese Zukunft auch aus, wenn wir sie mit Daten hinterlegen? Ja, das sind unsere drei AG-Leiter und ich darf Ihnen jetzt kurz noch das Podium vorstellen. Wir freuen uns ganz besonders hier und heute auf dem Podium Anna-Katharina Hornitge. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oder Hornitge, ist das ein englischer Name? Ich war mir nicht sicher. So viel Biografie habe ich leider nicht gefunden online. Dafür umso mehr über das, was Sie alles tun. Und das ist, glaube ich, ganz erstaunlich. Sie sind am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, eigentlich Entwicklungs- und Wissenssoziologin, also hier in Bonn jetzt verankert, und haben sich sehr stark spezialisiert auf den Bereich Governance natürlicher Ressourcen. Aber, und das finde ich als Linguistin natürlich besonders spannend, es geht auch sehr viel um Diskurse und Wirklichkeitskonstruktionen, weil man natürlich auch die eine Seite nicht ohne die andere sehen kann. Also es geht um globale Nachhaltigkeitsentwicklung, alles was damit verbunden ist, Grenzziehungen, Grenzen, Mobilitätsprozesse, Wissenskulturen und natürlich auch Innovation, aber wahrscheinlich noch viel mehr, das werden Sie uns selbst dann auch noch sagen. Aus dem frankophonen Kontext freue ich mich ganz besonders, hier und heute zu begrüßen Ludovico Cogne. Und Ludovico Cogne ist der Leiter des Instituts du Département des Relations Internationales et Européennes, das berühmte IRD, also Institut de Recherche pour le Développement.
Also es geht um nachhaltige Entwicklung im weitesten Sinn und die Nutzung von Ressourcen. Sie haben sehr viel über Afrika gearbeitet. Ich habe auch ein bisschen verfolgt, was so getweetet wurde in letzter Zeit. Also da ist auch die Forschung, glaube ich, im 2.0 schon angekommen. Und da geht es beispielsweise um Sport, um nachhaltige Entwicklung und Biodiversität, sehr viel auch mit Blick auf Afrika. Und ich glaube, Sie haben eine lange Agenda mit Kooperationen, schon mit unterschiedlichsten Kontexten. Und das ist für uns besonders spannend im Kontext des 17. Nachhaltigkeitsziels der Vereinten Nationen, um einfach zu sehen, ja, welche Art von Partnerschaften brauchen wir eigentlich, um voranzukommen. Und genau aus diesem Themenbereich kommen unsere letzten beiden Gäste, die ich ganz kurz noch vorstellen möchte. Alle kennen den DAD natürlich als einen großen Player im Bereich der Kooperationen, also Forschungskooperation, binationale Studiengänge, aber viel mehr darüber hinaus, wird von Deutschland aus in die Welt, glaube ich, vom DHD finanziert. Und wenn kein Geld da ist, passieren solche Kooperationen oft gar nicht. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass Stefan Geifes vom DHD heute bei uns ist und aus seiner Expertise, aus seiner Rolle zu den deutsch-französischen Kooperationen, aber auch weitergehenden Stellung nehmen wird. Ja, Solveig Gauthier, die mit Bonn, glaube ich, auch einiges zu tun hat, weil sie, glaube ich, hier im CERC auch aktiv war und gewissermaßen angebunden war, hat eine Perspektive, die aus dem französischen Ministerium kommt, vor allem des Affaires étrangères, also alles, was mit dem Ausland zu tun hat, aber natürlich auch europäische Fragen, ganz wichtig. Das heißt, wir haben zwei hochkarätige Vertreter, die sich eigentlich mit dieser Art von Partnerschaften auseinandersetzen. Und mein Wunsch wäre auch an dieses Podium, dass wir vielleicht am Ende im Sinne der Nachhaltigkeit zu einigen Punkten gelangen, einer kleinen Agenda, und sie möge aus zwei oder drei Punkten bestehen, wie wir denn Partnerschaften aufstellen können und vielleicht mit konkreten Partnerschaften beginnen können, damit dieser Dialog auch Nachhaltigkeit entfaltet. Ich würde ganz gern mit Ihnen beginnen, Herr Cocogne, wenn Sie erlauben, und Sie aus Ihrer Perspektive fragen. Sie waren nämlich gestern Abend auch dabei und haben schon gehört, ja, was die AGs erarbeitet haben. Insofern würde ich den neu Hinzukommenden auch noch so ein bisschen mehr Zeit geben. Was ist aus Ihrer Perspektive, wo liegt der Knackpunkt? Also wie könnten wir zu Entwicklungskooperationen kommen, zu gemeinsamen Aktivitäten im Deutsch-Französischen, die dann befruchtend für breitere Kooperationen wirken könnten im Bereich der Nachhaltigkeit. Ganz herzlichen Dank, Frau Eckramer. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für Ihre Einladung. Wenn Sie mir es erlauben, dann möchte ich, um auf Ihre Frage zu antworten, damit beginnen, das zu sagen, dass die Vereinten Nationen 2009 schon damit begonnen haben, mit dem Bericht über den Zustand, also der Bestandsaufnahme sozusagen, im Hinblick auf die Entwicklungsziele, die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und das hat uns schon gezeigt, dass von den 17 Zielen, dass wir da noch bei weitem nicht an dem Punkt angelangt sind, wo wir sagen können, wir haben diese Punkte schon verwirklicht, diese Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Wir haben ja diese transversalen Ziele, zum Beispiel zur nachhaltigen Entwicklung und zur Biodiversität und natürlich auch zur Geschlechtergleichheit, zur Gerechtigkeit. Das sind transversale Ziele. Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir jetzt mehr tun? Wie können wir jetzt den Trend umkehren, dass tatsächlich auch mehr gemacht wird zur Verwirklichung dieser Ziele? Da habe ich zwei Vorschläge zu machen, die natürlich auch im Einklang sind mit dem, was wir gestern schon gemacht haben. Der erste Weg war die Gründung einer Koalition von Akteuren,
wenn jeder nämlich in seinem eigenen Elfenbeinturm bleibt und wenn die Nichtregierungsorganisationen nur unter sich bleiben, die Unternehmer nur unter sich bleiben, die öffentlichen Finanzierungs- und Kreditinstitute unter sich bleiben, dann kommen wir keinen Schritt weiter. Wir müssen also erst einmal Plattformen, multidisziplinäre Plattformen gründen und wir müssen dafür sorgen, dass die Barrieren zwischen den Akteuren, die ja allesamt beteiligt sind an der Verwirklichung dieser Ziele, dass diese Barrieren geschliffen werden, aufgehoben werden und wir dafür sorgen, dass wir miteinander reden, die Politiker mit die Wissenschaftler, die Akteure vor Ort. Die Dialoge sind nämlich nicht immer einfach, da muss man sich sehr anstrengen. Man muss tatsächlich jeden Tag erneut damit beginnen, Barrieren zu schleifen. Das ist der französische Begriff des Décloisonnement. Das heißt, dass wir tatsächlich die Wände niederreißen, die zwischen den verschiedenen Akteuren immer noch aufgebaut sind, um eben dann zusammenzuarbeiten und den Nexus tatsächlich auch ganz klar anzusprechen. Ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen für meine Antwort auf Ihre Frage, aber gestern haben wir schon darüber gesprochen. Wir haben gesagt, man kann die Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen nicht versuchen, einzeln abzuarbeiten, sondern man muss sie natürlich zusammen betrachten. Wir haben ja während der Covid-Pandemie gesehen, wie wichtig es beispielsweise ist, dass man die Gesundheitsfragen auch in Verbindung sieht mit allen anderen sozioökonomischen Fragen. Und deshalb reicht es nicht aus, jetzt nur die einzelnen Ziele einzeln anzugehen, sondern wir müssen sie in ihrem großen Zusammenhang sehen. Hinzu kommt natürlich auch noch über diese Interaktion zwischen den verschiedenen Bereichen hinaus habe ich noch einen zweiten Vorschlag und damit komme ich auch praktisch schon zum Ende meiner Antwort. Wir kommen nach dieser ersten Runde sicherlich noch einmal darauf zurück und fragen uns, was können wir genau für Tools, für Instrumente einsetzen. Wir müssen darüber hinaus erst einmal überhaupt den Begriff der Nachhaltigkeit besser definieren und dann die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Nachhaltigkeit verstärken. Die Wissenschaft hat eben hier ein Wörtchen mitzureden, und zwar ein ganz zentrales, damit Lösungen, nachhaltige Lösungen oder Lösungen der nachhaltigen Entwicklung tatsächlich umgesetzt werden können. Wir steigen jetzt in eine neue Phase der Nachhaltigkeit ein. Ganz lang hat man über das Klima gesprochen, man hat über die COP-Gipfel gesprochen, der Partnerorganisationen und Staaten. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen die Menschen erstmal davon überzeugen, was der Klimawandel überhaupt bedeutet. Und wir müssen auf die Klimafolgenschäden aufmerksam machen und die Menschen überhaupt erst einmal sensibilisieren. Aber jetzt treten wir in eine neue Phase ein. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Kommunikation und die Sensibilisierung, sondern es geht darum, tatsächlich aktiv zu werden, den Worten Taten folgen zu lassen und jetzt tatsächlich auch Lösungen auf den Tisch zu legen, die auch wissenschaftlich und zwar interdisziplinär wissenschaftlich untermauert sind, basiert sind auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist auch gestern zur Sprache gekommen. Wir brauchen eine ernsthafte Basis für das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, das sich dann auch durchsetzen kann auf allen Bereichen in der Politik der öffentlichen Hand beispielsweise, das haben wir gestern schon gesagt, und auch im wissenschaftlichen Umfeld. Dort bestehe ich noch einmal auf der Bedeutung, dass interdisziplinär zusammengearbeitet wird nicht jeder in seinem Elfenbeinturm arbeitet. Entschuldigen Sie, dass ich mich etwas lang gefasst habe, aber ich möchte ganz klar von vornherein den Zusammenhang darstellen, in dem wir alle die deutsch-französischen Nachhaltigkeitsdialog 2.0 auch führen. Und es ist für meine Begriffe sehr, sehr wichtig, dass wir genau diese beiden Punkte, die ich angesprochen habe, auch berücksichtigen. Herzlichen Dank. Sind wir alle dort angekommen, wo wir sagen, die öffentliche Meinung hat sich schon in diese Richtung bewegt, dass wir alle sicher sind, dass
die Gesellschaften davon überzeugt sind, dass nachhaltiges Handeln wichtig ist? Also ist diese Conscience, wie Sie so schön gesagt haben, tatsächlich überall schon eingedrungen? Also wir hatten gestern, glaube ich, abends noch kleinere Diskussionen darüber. Ich würde das Wort gern an Herrn Seppelt übergeben, um vielleicht aus seiner Perspektive und auch aus dem, was die AG gestern erarbeitet hat, auf dieses Thema zu blicken, weil es ging ja sehr viel auch in unseren Ergebnissen um Kommunikation. Wie kriegen wir das, was wir in der Wissenschaft gesichert herausgefunden haben, auch in eine breite Öffentlichkeit? Bitte. Ja, danke schön. Ich glaube, ich kann ein bisschen ausholen. Die Arbeitsgruppe gestern, die sich um Biodiversität und Klimawandel gekümmert hat, war zum einen mit sehr vielen Mathematikern besetzt und Mathematikerinnen besetzt, zum anderen mit vor allem Naturwissenschaftlerinnen. Und das führte dazu, dass wir dann sehr lange über Themen geredet haben, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, nämlich Kommunikation. Wir haben angefangen in der Diskussion darüber, dass wir festgestellt haben, dass Klimawandel und Biodiversität zwei Seiten ein und der gleichen durchaus nicht positiven Medaille sind, nämlich einem viel zu überzogenen Ressourcenverbrauch und einer nicht nachhaltigen Lebensweise, die wir hier auf dem Planeten, insbesondere in den entwickelten Ländern, führen. Wir haben weiterhin festgestellt, dass der Klimawandel an sich ein Begriff ist, der sicherlich in der Bevölkerung einen gewissen Widerhall findet und auch keinen Widerspruch in dem Sinne mehr erzeugt, auch wenn es da sicherlich immer noch die eine oder andere Ausnahme gibt. Bei der Biodiversität, bei dem Begriff ist das, da er ungleich sperriger ist, sicherlich nicht unbedingt der Fall. In dem Fortgang der Diskussion stellten wir dann fest, dass die tatsächlichen Konsequenzen, die sich allerdings aus dem Klimawandel ergeben, sicherlich nicht bis zum Ende verstanden worden sind. Und wir haben auch festgestellt, dass aufgrund einer gewissen professionellen Distanz, die wir selber haben, wir uns auch gar nicht vorstellen wollen, was ein zum Beispiel 3 Grad wärmeres Szenario wirklich bedeutet, bis ins Letzte durchdekliniert. Das Ahrtal ist nur ein Beispiel. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir kommunikativ noch nicht erreicht haben. Und insofern war unsere große Frage, mit der wir uns dann auch lange beschäftigt haben, welche kommunikativen Werkzeuge, was muss man denn tun, um die Botschaft wirklich an Mann oder Frau zu bringen, wirklich geeignet. Aber wir haben uns auch gefragt, dass all diese Diskussionen die Grundannahme haben, dass Kommunikation und Wissensvermittlung ausreicht. Und auch das kann man in Frage stellen, weil nur das Wissen zu haben, was passieren wird, ist vermutlich auch noch nicht ausreichend. Die Fakten alleine reichen nicht. Es ist auch die emotionale Bindung nötig, um eine Handlung zu tun. Und dann müssen noch sehr, sehr viele Leute eine Handlung durchführen. Also wenn Sie sagen, die Mauern müssen runtergerissen werden, ist das Schritt 1. Aber ich glaube, es ist noch sehr viel Arbeit zu leisten und auch in sehr kurzer Zeit. Aus Ihrer Perspektive, Frau Hornisch, wäre das eine Möglichkeit, in Diskurse einzugreifen? Sie befassen sich ja auch sehr viel mit diesem Transfer, wie man tatsächlich Wissenschaft und Gesellschaft verbinden kann. Sehen Sie Möglichkeiten, tatsächlich diese Verbindung enger werden zu lassen? Also herzlichen Dank auch für die Einladung, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich glaube, wir sollten uns zunächst einmal auch noch mal vor Augen führen, dass wir momentan, glaube ich, uns in einem zunehmenden Spannungsverhältnis eigentlich befinden, in dem auf der einen Seite Transformationsprozesse, Energiewende, Verkehrswende etc. vorangetrieben werden und auch vorangetrieben werden müssen. Beim jetzigen Stand sagt uns die UN, dass wir bei 2,7 Grad Erwärmung sozusagen liegen werden. Das heißt, wir müssen jetzt handeln, das hatten auch Sie gesagt, das unterstütze ich sehr. Es geht nicht mehr darum zu deliberieren, sondern es geht jetzt um die Handlung selbst. Ich glaube, gleichzeitig beobachten wir Polarisierungstendenzen in unseren Gesellschaften. Das heißt, dieses Spannungsfeld zwischen, wie gestalten wir Transformation und nehmen alle mit, ist genau das, was wir heute hier auch diskutieren sollten.
Wir werden nie alle mitnehmen, das muss man, glaube ich, auch sehen. Ich glaube, dass über das Öffnen der Debatten um die Klimaverhandlungen, um die Biodiversitätsverhandlungen, um auch das Definieren der Nachhaltigkeitsziele vor 5 Jahren. Das waren wichtige Schritte, zu sagen, wir öffnen diese Verhandlungen für zivilgesellschaftliche Organisationen, für Vertreter der Kirchen, für Vertreter unterschiedlicher sozialer Gruppen weltweit, um die Weltgemeinschaft mitzunehmen. Und gleichzeitig haben wir jetzt eine Situation, Glasgow, sind über 1000, also fast 2000 Nichtregierungsorganisationen aus dem globalen Süden, die öffentlich gesagt haben, wir können nicht teilnehmen aufgrund der zunehmenden Hygieneregeln, der Quarantäneregeln. Das heißt, wir befinden uns in der Situation, in der die Klimakrise gleichzeitig einhergeht oder sich auseinandersetzen muss damit, dass eben auch eine Covid-19-Krise sich entfaltet hat, eine Biodiversitätskrise. Diese verschiedenen Krisen entfalten Dynamiken untereinander, bedingen sich gegenseitig und unsere Basis zum Handeln erodiert eigentlich langsam. Und das, da würde ich auch Ihnen zustimmen, Sie sagten Partnerschaften kreieren, Plattformen kreieren, wo Akteure zusammenkommen. Ich glaube, darin liegt die große Herausforderung. Wir haben aber natürlich auch einige, ne, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik, als auch dazwischen sozusagen im Science, im Wissen, also Science-to-Policy-Bereich. Und ich glaube, es geht ganz klar darum, diese zu stärken, weiter auszubauen und Formate zu entwickeln, auch noch breitere gesellschaftliche Gruppen einzubeziehen. Also auch Gruppen, die eben vielleicht erstmal ferner sind von Nachhaltigkeitsdiskussionen. Herzlichen Dank. Ja. Darf ich vielleicht gleich an dieser Stelle einhaken, Frau Gauthier, weil Sie... Gatelier, Entschuldigung. Sie haben ja die Perspektive des Ministeriums, ja, und Sie sehen sehr genau, welche Programme braucht es, um die jungen Menschen überhaupt schon da dran zu führen und auf eine Schiene zu setzen, die sie von vornherein in einen Dialog bringt mit anderen Menschen, möglicherweise eben aus Deutschland, ja, oder auch in größeren Verbünden. Und was kann man seitens des Ministeriums oder was könnte man denn noch zusätzlich machen, um genau das, was Frau Hornitsch jetzt angesprochen hat, vielleicht noch in die jüngere Generation zu tragen? Vielen Dank. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich werde meine Kommentare auf Französisch halten. Ich habe versucht, sie auf Deutsch vorzubereiten, aber ja, das Ergebnis war ziemlich unsicher. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très honorée. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier das französische Ministerium für Europa und Auswärtige Angelegenheiten vertreten darf. Um auf Ihre Frage zu antworten, möchte ich zunächst einmal sagen, dass dieser Austausch zwischen jungen Wissenschaftlern möglich sind. Dank dieser engen Abstimmung zwischen Frankreich und Deutschland, das ermöglicht in der Tat, hier Synergien freizusetzen und auch Strategien zu erarbeiten zwischen unseren beiden Ländern. Damit können wir auch gemeinsame Projekte auf die Schiene setzen. Wir haben zum Beispiel Bewerbungen angefordert für die zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, aber auch zu anderen Themen, die uns heute beschäftigen, zum Beispiel zur Initiative Make Our Planet Great Again. Diese Initiative wurde ja von unseren beiden Ländern aufgegriffen. Ursprünglich wurde die Initiative vom französischen Staatspräsidenten 2017 gestartet und das war natürlich eine Folge der Entscheidung des damaligen US-Präsidenten aus dem Klimaabkommen auszutreten.
Hier wollten wir die Zivilgesellschaft enger an uns binden, mehr einzubeziehen. Und das war auch ein großer Erfolg, gerade auch bei unseren Wissenschaftlern und in den universitären Milieus. Was die Modalitäten angeht, das Ministerium für Außenangelegenheit hat ja auch Stipendien aufgelegt. Auch wurde darauf hingearbeitet, die junge amerikanische Wissenschaftler hier mit ins Boot zu holen. Das Ministerium hat hier also teilweise auch die Lehrstühle finanziert, die sich hier auf diesen Gebieten spezialisiert haben und auch wieder in enger Abstimmung mit Deutschland. Um Ihnen noch mal ein paar Zahlen vor Augen zu führen, was die Zahl der jungen Leute angeht, die hier mitgemacht haben. Wir hatten insgesamt mehr als 2000 Bewerbungen seit 2018. Und wenn ich sage wir, dann spreche ich eigentlich von Frankreich, aber natürlich auch von Deutschland. Haben wir Wissenschaftler, junge Wissenschaftler angesprochen, die nicht nur aus Deutschland und Frankreich kommen, sondern auch aus Amerika oder aus Kanada. Wir wollten hier eine Antwort setzen auf das, was der amerikanische Präsident damals gesagt hat. Und letztlich gab es drei Programme, die daraus direkt hervorgegangen sind, direkt aus diesem Bewerbungskampagne 2009, FFPI, das ist der Fonds Prioritaire International. Das ist etwas, was von den Botschaften im Ausland unterstützt wird. Hier geht es um Doktorandenstellen für Afrikaner, die sich im Co-Development engagieren. Dann gab es ein Programm, was sich an Masterstudenten wendete, für eine friedliche Wende. Und dann noch ein letztes Programm aus 2021, was sich rund um die Pandemie angesiedelt hat. Hier geht es um Studien nach dem Doktorandenstudiengang. Und hier haben wir auch die Finanzierung sichergestellt für junge afrikanische Wissenschaftler. Also man sieht, wir haben uns hier insgesamt einen Appell lanciert an die jungen Wissenschaftler. Und für 2021 haben wir aktuell 40 Wissenschaftler, die ausgewählt wurden für Forschungsprojekte, die 12 Monate dauern werden, über die menschliche Gesundheit, auch Tiergesundheit und dies auf nationaler oder internationaler Ebene. Es ist richtig, dass das Programm MobGuy jetzt auch international ausgerollt wird, und es ist ein Jahresstudium und man bekommt dafür auch ein Stipendium, was von der französischen Regierung finanziert wird. Aber diese Programme sind nur möglich dank des Bildungsministeriums und aller Experten, die daran arbeiten, diese jungen Wissenschaftler zu rekrutieren, LINCERN und viele andere. Die sind vor Ort tätig, die natürlich bereits diese Community kennen, diese Community von jungen Forschern. Was die künftigen Ausschreibungen angeht, da werden wir den Fokus auf mehr Frauen legen, mehr Wissenschaft, Frauenpower in der Wissenschaft. Gerade auch im Hinblick auf die prioritären Länder, das sind für uns die afrikanischen Länder, und auch ein Alumni-Netzwerk, wo es um Kontakte zwischen den aktuellen Studenten und den Alumnis geht. Ein großer Teil der Forscher, die zum Beispiel aus Brasilien, aus Amerika kommen, sind immer noch in Frankreich und versuchen auch dort zu bleiben, obwohl inzwischen ja jetzt ein Regierungswechsel in den USA stattgefunden hat.
Nochmal, um jetzt zum Abschluss zu kommen, was die Möglichkeiten des Austauschs angeht. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass Deutschland und Frankreich schon lange, lange Zeit Partner sind und eine sehr gute Partnerschaft aufgebaut haben mit einem starken, intensiven Austausch zwischen der jeweiligen Wissenschaftsgemeinschaft, auch die Botschaft, die französische Botschaft in Deutschland, unterstützt die Pilotprojekte ganz wesentlich. Es gibt auch bilaterale Ansätze pro Kopf zum Beispiel. Hier gibt es gekreuzte Ansätze, aber auch zwischen der Schweiz und den Niederlanden. Und auch kürzlich noch ganz gab es Stipendien, französische Stipendien an Schüler oder Studenten des Frankreichszentrums. Auch hier geht es um verschiedene Masterstudiengänge und ich hoffe, dass wir 33 Partnerschaften weiterführen können. Leider hat die Universität Bonn aktuell keine Partnerschaft mit einer französischen Universität. Aber da lässt sich bestimmt noch was machen, da bin ich ganz sicher. Also das zeigt, dass diese breit gefächerten Instrumente, die wir haben, uns doch weiterhelfen können. Vielen Dank. Natürlich sehr spannend ist, man sieht, da ist wahnsinnig viel Bemühung dahinter, Programme auf die Beine zu stellen, die jungen Leute dazu zu bringen, in andere Länder zu gehen, den globalen Süden mit ins Boot zu holen. Wir haben in Deutschland aber jetzt erlebt, dass teilweise sehr gute Programme, ich habe das erlebt, mit einem in Kamerun zerschlagen wurden durch ganz simple Entscheidungen von den Ländern und Universitäten sind Ländersache, Hochschulen, zum Beispiel Studiengebühren einzuführen für Studierende aus Afrika oder überhaupt aus dem Ausland. Wie wehrt sich der DAD, wenn der Gegenwind aus solchen Ecken kommt? Oder was kann der DAD leisten, um aus dem deutsch-französischen Lernen über Partnerschaften dann auch gegenzuwirken, wenn sowas geschieht? Weil ich denke, das ist ja auch, glaube ich, in Ihrem Haus dann wahrscheinlich nicht sehr positiv wahrgenommen worden. Vielen Dank für die Einladung an dieser Konferenz zu einem Thema Nachhaltigkeit, was uns im DAD als weltgrößter Förderorganisation fundamental auch beschäftigt. Und wir wollen das weiter fördern. Ich gehe sofort ein auf den Gegenwind, den Sturm. Nachhaltigkeit beschäftigt uns in zweierlei Hinsicht. Das ist einerseits, wir unterscheiden die Nachhaltigkeit im formalen Förderhandeln und die Nachhaltigkeit im inhaltlichen Förderhandeln. Heute steht der Inhalt im Vordergrund, aber ich möchte denn die formelle formelle Nachhaltigkeitsbemühungen doch auch einmal erwähnen. Jede Mobilität ist Ressourcenverbrauch. Und da sind wir auch gefragt, wie wir internationale Kooperation in der Zukunft nachhaltig, digital und inklusiv. Nachhaltigkeit und Digitalität müssen inklusiv gestaltet werden und dürfen nicht andere Menschen ausschließen. Das ist kein Selbstläufer. Damit beschäftigen uns wir ganz intensiv. Aber jetzt zum Inhalt, das, was Sie ja hier auch in den Arbeitsgruppen diskutiert haben und was ganz wichtig ist. Was uns wichtig ist, ist zu sagen, grundsätzlich sind wir themenoffen. Man kann sich in allen Stufen seiner akademischen und später wissenschaftlichen Karriere bewerben, um international zusammenzuarbeiten, als Angehöriger einer deutschen Universität ins Ausland zu gehen oder als ausländischer Wissenschaftler nach Deutschland zu kommen. Diese Zweibahnstraße ist uns sehr wichtig und wir sind eine der wenigen Organisationen in der Welt, die beide Richtungen fördert. CCD, themenoffen und doch setzen wir auch Themen. Und es ist kein Zufall, dass die Themen, die gesetzt werden, in diesem Bereich sind. Wir haben die Partnerschaftsprogramme nach den SDG-Zielen ausgerichtet, Global Health, Zentren dafür ausgeschrieben, die auch nachgefragt werden. Wir fragen die Themen ab in den Hochschulen, versuchen das Geld zu bekommen und versuchen dann wieder ein Angebot in die Wissenschaft zurückzugeben. Wie kann Deutschland und Frankreich hier zusammenarbeiten? Ich glaube, Mopka Gry, was Sie gerade vorgestellt haben, ist dafür ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Eine französische Initiative zu einer
mutige, richtige und französische, und mutig und richtig ist in diesem Fall französisch, Initiative aufgegriffen auf deutscher Seite, ziemlich gleich gestrickt, trotzdem in jedem Land selbst administriert. Und dann haben wir Brücken gebaut zwischen denen, die das anbieten. Aber die Brücken sind noch viel solider, fester und nachhaltiger durch die Wissenschaftler selber. Die Wissenschaftler im MOBCAGRI-Programm in Frankreich und im MOBCAGRI-Programm in Deutschland haben selber ein virtuelles Seminar jeden Montag auf die Beine gestellt, indem sie ihre Ergebnisse austauschen. In Straßburg werden sie dann zusammen im November ihre Ergebnisse vorstellen. Das ist wieder institutionalisierter. Das ist mir ganz wichtig, um es nicht noch schwerfälliger zu machen, dass wir uns abstimmen, was geht, was machen wir, was können wir parallel anbieten und dann hinterher die Möglichkeiten für die wissenschaftliche Kooperation zwischen diesen Säulen zu ermöglichen. Und ein besseres Beispiel als MOBCAGRI kenne ich aus den 20 Jahren, in denen ich in diesem Bereich arbeite, nicht. Gegenwind, den gibt es. Der Föderalismus hat ja hier auch seine Vorteile. Es gibt kleine Gewitter in einer Ecke, unten im Süden und oben im Norden kann die Sonne scheinen. Der Föderalismus ist ja auch als Wettbewerb angelegt und jeder muss gucken, wie gut er damit fährt. Und es gibt ja auch unten im Süden gerade Debatten darüber, was sind die Folgen dieser Studiengebühren, die dort eingeführt wurden. Und die Ministerin, die das eingeführt hat, wehrt sich jetzt gegen eine Erhöhung der Studiengebühren. Also Lernprozesse sind in allen Gruppen, in der Wissenschaft, in der Politik, in allen Altersstufen möglich. Darauf setzen wir und wir sind der festen Überzeugung, dass man am besten lernt, wenn man über den Tellerrand hinausschaut. Das tut man im Internationalen und insofern, ich bin kein Meteorologe, aber ich glaube, das Wetter muss man dann über ganz Deutschland, über Deutschland und Frankreich und im europäischen, sowieso im ganzen Weltkontext sehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Geifes. Sie hatten einige Programme angesprochen im Bereich Global Health. Das war auch ein AG-Thema gestern. Und vielleicht möchten Sie kurz daran anbinden, es ist ja auch schon jetzt das Thema aufgekommen mit Glasgow, einige reisen nicht, weil die Pandemie eben noch nicht vorbei ist und uns wahrscheinlich noch länger beschäftigen wird. Was hat das für Auswirkungen auf den Diskurs und wie könnte man das auch anbinden an das, was wir gestern erarbeitet haben? Ganz herzlichen Dank auch für die Steilvorlage der DAD Globalen Zentren, von denen wir ja hier in Bonn an der Universität auch zwei bewilligt bekommen haben. Eines zur globalen Gesundheit mit Kumasi in Ghana und dann vom Zentrum für Entwicklungsforschung mit verschiedenen afrikanischen Ländern. Das war für mich eine sehr, sehr ermutigende Erfahrung, dass jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit mein eigenes Arbeitsgebiet Global Health jetzt so stark in den Vordergrund gerückt ist, natürlich aus offensichtlichen Gründen, allerdings auch mit längerer Vorbereitungszeit, aber jetzt diese Zentren vom Auswärtigen Amt finanziert und vom DAD eben durchgeführt, sind wirklich in Rekordzeit ausgeschrieben, bewertet und dann eben begonnen worden. Das ist, das zeigt, wie handlungsfähig doch das System sein kann, wenn der entsprechende Wille da ist. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe gestern eben über sehr verschiedene Determinanten der globalen Gesundheit gesprochen. Die Wirtschaft, die Umwelt waren vorgegeben und sind ähnlich wie die anderen beiden Arbeitsgruppen offenbar auch zu dem Ergebnis gekommen, dass eine sehr große Einigkeit im wissenschaftlichen Bereich über sehr, sehr viele Fragen besteht und dass eben die große Herausforderung ist, die Gesellschaft, die Öffentlichkeit mitzunehmen. Teilweise ist das jetzt geschehen durch den Schock der Pandemie, dass da innerhalb sehr kurzer Zeit auch etwa in der Entwicklungszusammenarbeit, die sich aus der bilateralen Gesundheitszusammenarbeit schon ziemlich zurückgezogen hatte, jetzt plötzlich ein Sektorvorhaben von 20 Millionen One Health entstanden ist. Frau Gattelier hatte One Health angesprochen. Übrigens ein Bereich, in dem die deutsch-französische Beziehung besonders sichtbar ist. Jetzt gerade auf dem World Health Summit in Berlin war ein neues Panel, One Health High-Level Expert Panel vorgestellt worden, OLEP, das ganz als deutsch-französische Initiative gilt. Und in dem also dieser wichtige Bereich, also Zusammenhang von Mensch, Tier und Umweltgesundheit,
der ja als einer der Auslöser jetzt der Pandemie eben auch gilt, ja auf höchstmöglicher Expertenebene jetzt international bearbeitet werden soll. Und eine andere französische Initiative, Presot, ist dann eben uns auch für die globalen Zentren tatsächlich als Vorbild sozusagen, also als erste Vernetzungsaktivität des DAD mit dem Ausland dann gegeben worden. Also man sieht hier tatsächlich eine große Bereitschaft in den verschiedenen Systemen der Wissenschaftsförderung, der Entwicklungszusammenarbeit, ja, sich hier wirklich den Herausforderungen zu stellen und das eben auch wirklich in einer nachhaltigen Weise. Also jetzt eben nicht nur ein paar kurzfristige Calls für kürzere Forschungsprojekte auszuschreiben, sondern tatsächlich Zentren zu gründen, die dann eben einer nachhaltigen Zusammenarbeit, die auch auf den persönlichen Beziehungen natürlich beruht, ermöglicht. Ja, die formalen Vorgaben zur Nachhaltigkeit des DAD beschäftigen uns auch. Also ich habe jetzt selber auch drei Reisen, die ich ansonsten einzeln gemacht hätte nach Ghana, einfach zusammengelegt. Wir bewegen uns jetzt seit einem halben Jahr intensivst im digitalen Raum natürlich, trotz aller Internetprobleme mit afrikanischen Partnern und Partnern, die man sich vorstellen kann. Also da hat sich wirklich innerhalb einer erstaunlich kurzen Zeit wirklich sehr, sehr viel bewegt. So viel vielleicht zu den Zugangsbarrieren auch. Ja, herzlichen Dank. Sie hatten die Inklusivität gerade angesprochen. Bei One Health ist das ja auch ein ganz wichtiges Thema dabei, niemand zurückzulassen, alle mitzunehmen. Wir hatten gestern auch intensiv über den Zugang zu Impfstoff diskutiert. Das ist ja auch ein großes Thema darin. Und das bringt mich ein bisschen zu Ihnen, Frau Gouillet. Da geht es ja bei Mobilität auch sehr stark um Inklusivität. Also unter welchen Bedingungen kann die Energiewende gelingen? Ja, sie soll gelingen, aber sie sollte auch alle mitnehmen. Was ist denn bei Ihnen gestern als Sukkus herausgekommen? Danke, merci beaucoup. Merci de Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen, damit ich hier die Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe 1 referieren kann, wie man nämlich hier eine gerechtere Energiewende tatsächlich hinbekommt, sodass, sehen Sie, eine Energiewende kann ja nur gerecht ablaufen, sonst ist sie ja gar keine richtige Energiewende. Die Frage, die sich aufgeworfen hatte bei uns, war tatsächlich, wie schafft man es, die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, nicht nur die in Anführungsstrichen normalen, das heißt gut ausgebildeten Bürgerinnen und Bürger, die tatsächlich auch in der Öffentlichkeit reden können, die gebildet sind, die eine fachspezifische Ausbildung haben, die das Internet sehr gut beherrschen. Und ich finde es sehr interessant, was Sie da gesagt haben zu den Herr Geifes, zu den verschiedenen DAAD-Programmen, die ja den tatsächlichen Austausch auch zwischen den Ländern ermöglichen, zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der verschiedenen Länder. Aber Anna-Katharina, Ihren Nachnamen weiß ich leider nicht, wie der sich genau ausspricht, aber Sie haben auch gesagt, man muss natürlich sich an breitere Bevölkerungsschichten wenden und kann sich nicht nur auf Eliten verlassen. Die Frage würde ich also deshalb zurückgeben. Das ist genau die Frage, die uns gestern beschäftigt hat. Ihre Austauschprogramme beim DAAD sind natürlich sehr wichtig. Die wenden sich aber natürlich an die Elite. Was machen wir denn mit den Bevölkerungsschichten, die tatsächlich bisher noch nicht involviert sind? Wie schaffen wir es, die entsprechend zu motivieren mit entsprechenden Präsentationen? Wir haben gestern auch von den nüchternen Aspekten der Sparsamkeit sozusagen, der zunehmend an Bedeutung gewinnenden, sparsameren Nutzung der Mobilität gesprochen. Die Systeme des öffentlichen Personennahverkehrs entwickeln sich da nicht hinreichend und wir müssen tatsächlich jetzt uns fragen, wie schaffen wir es, dass die Menschen sich nicht nur auf die Stromerzeugung konzentrieren, sondern tatsächlich auch den eigenen Konsum sehr kritisch betrachten, ihr Mobilitätsverhalten. Und deshalb gebe ich die Frage gern an Sie zurück. Wie kommen wir an diese Bevölkerungsschichten heran, die bisher sich sehr wenig interessiert zeigen für die Aspekte der Energiewende und die damit verbundenen Sachzwänge? Ich kann es zumindest. Oui, je peux.
da auch nicht die finale Antwort. Also ich glaube, der Hinweis auf dezentrale Strukturen von Herrn Geifes in Bezug auf das föderale System, aber dahinter steht ja sozusagen der Mehrwert, über dezentrale Strukturen eben ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zu erreichen und auch immer wieder einzubinden. Das ist, glaube ich, liegt im Kern des Ganzen. Die Bildungssysteme spielen eine ganz zentrale Rolle und momentan noch eine unterentwickelte Rolle, das muss man auch sehen. Auch gerade im Bereich der Umweltbildung und im Primär genauso, also im Primär genauso wie im Sekundärbereich. Im deutschen Kontext, aber auch in vielen anderen Länderkontexten. Und das, ich würde es gerne noch ein bisschen weiter ausführen. Wenn wir uns das globale Wissenschaftssystem angucken und die Finanzunterschiede und Ausstattungsunterschiede der globalen Wissenschaft, dann wissen wir, es gibt kein globales Wissenschaftssystem. Es gibt sehr unterschiedlich ausgestattete Wissenschaftssysteme mit unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen, disziplinärer versus themenorientierter Organisation, Anwendungs- versus grundlagenorientierter Organisation und vielem dazwischen, das muss man natürlich auch sehen. Aber wir haben eine Finanzdiskrepanz von Systemen im europäischen Kontext um die 3% sozusagen der Bruttoinlandsprodukte bis hin zu Systemen wie zum Beispiel Nigeria mit einer 0,1% Finanzierung, Indonesien 16. größter Wirtschaftsraum, ne, also G20-Land mit einer Finanzierung von 0,2%, die in das Wissenschaftssystem fließen, oder die African Union, die eine 1% Zielgröße formuliert hat, genauso wie die Europäische Union, die 3% Zielgröße formuliert hat. Wir sehen auch, dass global gesehen 60% der Forschungsmittel im OECD-Kontext fließen und in den OECD-Kontext in maßgeblich, vornehmlich national organisierte Wissenschaftssysteme fließen. Manche sind auch regional organisiert, da ist die Europäische Union eine positive Ausnahme global gesehen, muss man sehen. 30% im chinesischen Kontext und 10% verfallen auf den Rest der Welt, ne, und auf die restlichen Wissenschaftssysteme. Und lediglich 2-10% dieser Gesamtausgaben für die Wissenschaft werden über die multilaterale Ebene, also über UN-Organisationen etc. verteilt. Und das bedeutet, dass wir trotz aller sehr positiven Entwicklungen in den letzten 20 Jahren, um das mal so zu fassen, in Richtung des Einsatzes von Wissenschaftsgeldern für Umverteilung zwischen diesen unterschiedlich ausgestatteten Wissenschaftssystemen, wir immer noch eine Situation haben, in der nur zu einem sehr geringen Teil eigentlich wir auf globaler Ebene Ausschreibungen formulieren, die globale Herausforderungen ansprechen und auf die sich Vertreterinnen und Vertreter aus allen Wissenschaftssystemen global gesprochen bewerben können. Und selbst bei den wenigen, bei denen wir es haben, wissen wir, dass sie natürlich wettbewerbsbasiert ausgeschrieben werden und da dann eben doch immer wieder auch manche sozusagen Vertreterinnen und Vertreter aus bestimmten Wissenschaftssystemen eher zum Zuge kommen. Und dadurch haben wir eine Wissensproduktion, die eben biased ist. Ne? Also die Agenten werden aus bestimmten Wissenschaftssystemen eher geprägt als aus anderen Wissenssystemen, um es jetzt auch mal zu sagen, auch in den Kontexten, wo vielleicht die Wissenschaftssysteme unterfinanziert sind, ist es ja nicht so, als gäbe es keine Wissenssysteme. Die gibt es natürlich, die sind religiös geprägt, die sind, ne, lokal geprägt, lokale medizinische Systeme, Medizinsysteme beispielsweise, etc. Das heißt, dass wir aber als Weltgemeinschaft Schwierigkeiten haben, zusammenzukommen und eine gemeinsame Sprechfähigkeit in Bezug auf globale Herausforderungen zu formulieren und diese dann eben mangelhafte Sprechfähigkeit auf globaler Ebene übersetzt sich eigentlich in eine mangelhafte Handlungsmöglichkeit, ne, und mangelhaftes Handeln. Und jetzt komme ich von der globalen Ebene wieder runter auf, wie kriegen wir all diese gesellschaftlichen Gruppen sozusagen, ne, ich bin zwischen dem Westerwald und Taunus aufgewachsen, wie kriegen wir sozusagen den Alltag eingebunden in die Nachhaltigkeitstransformation? Und ich glaube, die globalen Herausforderungen spiegeln sich im Lokalen sehr stark wider. Wir müssen über die existierenden Bildungssysteme, also wieder, ne, primär, sekundär, gehen, um
Umweltbildung, um Bildung, die das Zusammenspiel von ökologischen Veränderungsprozessen und sozialen Veränderungsprozessen, also politische Polarisierung, der Zerfall von gesellschaftlichem Zusammenhalt, in den Vordergrund stellt und unseren Kindern von klein auf, die diese nicht nur erlernen, sondern hineinsozialisiert werden. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Und das Gleiche, damit komme ich zum Schluss, das Gleiche gilt, weil Sie nach dem Wissenstransfer gefragt hatten, auch für die Science to Policy und Policy to Science, auch für diese Schnittstelle. Transfer ist ein ganz schwieriges Wort meiner Ansicht nach, denn häufig unterstellt der Begriff an sich, dass man Wissen nehmen könnte, transferieren kann und dann werden die anderen das schon richtig machen. Das ist aber ja nicht der Fall, sondern man muss über Dialogprozesse, die in beide Richtungen gehen und noch in viel mehr Richtungen sozusagen, ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Und deswegen sind auch Prozesse wie jetzt zum Beispiel also im Grunde genommen die Ausbildung von Beiratsstrukturen zwischen Wissenschaft und Politik so wichtig, weil sie eine kontinuierliche Möglichkeit des Austauschs zwischen der Politik, die ja kein Monolith ist, und der Wissenschaft, die genauso wenig ein Monolith ist, sozusagen ermöglichen. Und ein kleiner Hinweis, ich glaube, ein Beispiel, was eine Möglichkeit auch für den französisch-deutschen Dialog hier darstellt, im nächsten Jahr ist die deutsche G7-Präsidentschaft und das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, dem ich vorstehe, wurde gerade mandatiert, den T7-Prozess, also den Think Tank T7-Prozess, den wissenschaftlichen Begleitprozess zusammen mit der Global Solutions Initiative zu koordinieren. Und ich hoffe, dass auch hier im französisch-deutschen Kontext sich Möglichkeiten der Kooperation ergeben, auch als Teil der European Think Tank Group. Da kooperieren wir mit ITRI, aber vielleicht auch mit dem IDR. Danke. Ja, ich habe keine Antwort auf Ihre Frage, wie Nachhaltigkeit im Verkehr im ländlichen Raum gelöst werden kann. Aber die Frage ist so zentral und nicht nur für den ländlichen Raum, sondern auch für unsere Wissenschaftsdiskussion, dass ich finde, erstens, man muss diese Frage immer stellen, wer kann mitmachen? Und wenn ich das in unsere Diskussionen übertrage, ich bin jetzt nochmal beim formalen Förderhandeln, es ist etwas anderes, wenn ich an einen etablierten Wissenschaftler, der seine Netzwerke habe, appelliere, reise weniger, nutze mehr digitale Instrumente, als wenn ich mich an eine junge Nachwuchswissenschaftlerin wende, die diese Netzwerke noch nicht hat. Die müssen aufgebaut werden. Das heißt, Reisen ist nicht per se böse und verboten, sondern sie muss begründet werden. Ich denke auch an das Erasmus-Programm, für das ich zuständig bin. Wir sind ein Mobilitätsprogramm und natürlich müssen die jungen Leute reisen, das andere Land erfahren, um ihren Horizont zu erweitern. Diese Diskussion muss ich führen, die muss ich in jedem Bereich führen, im ländlichen Raum, in der Wissenschaft. Es gibt viele andere Bereiche, die ich nicht überschaue, wo sie genauso geführt werden müssen. Und da muss man Antworten finden und da muss man in einem zweiten Schritt finden, welche Alternativen habe ich denn? Im Erasmus-Programm zum Beispiel sagen wir, wir wollen, dass ihr reist, aber wir geben euch etwas mehr Geld, wenn ihr nachhaltig reist, wenn ihr nicht das Flugzeug nehmt. Ihr kriegt ein bisschen mehr Geld. Dieses Jahr ist das nicht genug, um das auszugleichen, aber es geht auch um die Awareness und wir geben euch 4 Tage mehr Stipendien für das Reisen. Die Awareness dafür zu befördern. Das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel. Das löst nicht den ländlichen Raum, aber ich danke Ihnen wirklich, dass Sie das sagen. Und sonst schließen wir Leute aus. Das geht auf Ihre Frage zurück. Sind wir uns sicher, dass die Debatten, die wir führen, allgemein angekommen sind? Ich glaube, nein. Die Wahlergebnisse in den USA sprechen dagegen. Die Vertretung der AfD bei uns im Parlament spricht auch dagegen. Wir sehen bei der Impfkampagne, wir wollen alle wissenschaftsgeleitet argumentieren. Aber wenn man die Menschen nicht erreicht und das Hauptargument derer, die sich heute nicht impfen lassen, ist trotz. Da ist irgendwas in der Kommunikation, hat nicht stattgefunden. Da können wir immer sagen, wir haben recht, aber es bringt nichts. Und das Gleiche gilt für den Verkehr und alles andere. Vielen Dank für die Antwort. Merci beaucoup. Je voudrais juste réagir, si vous me le permettez. Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne
auf die beiden Punkte antworten, die gerade eben genannt wurden. Ich gehe jetzt nicht nochmal auf die AG 1 ein. Sie sprachen aber tatsächlich vorhin davon, dass man die verschiedenen Akteure miteinander besser vernetzen muss. Und Sie sprachen auch über den Transfer zwischen Wissenschaft und Politik und umgekehrt. In unserer Arbeitsgruppe haben wir genau das thematisiert. Wir müssen natürlich auch die Welt der Wirtschaft mit einbeziehen. Wie stehen die Unternehmen da? Wir haben Beispiele für Unternehmen, die eine sehr starke Macht haben und die einen sehr starken Einfluss haben in der Gesellschaft. Das sind private Unternehmen. Wie kann man diese sozialen Auswirkungen dieser Unternehmen mit ihrem Produktportfolio und ihren Rahmenbedingungen besser integrieren in die nachhaltige Entwicklung? Das heißt, man muss grundsätzlich auch die Rahmenbedingungen hinterfragen, in denen die verschiedensten Akteure in der Gesellschaft tätig sind. Sie sagten auch, wir sollten niemanden beiseite lassen, keine Bürgerinnen und Bürger beiseite lassen oder vernachlässigen und zurücklassen. Das setzt natürlich voraus, dass man genau in den Räumen, in denen der politische Diskurs stattfinden muss, dass die Menschen, die dort miteinander reden, tatsächlich, die kennen ja die Probleme, aber man gibt ihnen im gesellschaftlichen Raum nicht genügend Gelegenheiten, ihre eigenen Standpunkte zu äußern. Wir könnten uns also gut vorstellen, dass man einen Austausch, einen deutsch-französischen Austausch organisiert, der auch die Bürgerinnen und Bürger, die sich selbst ausdrücken wollen, dazu legitimiert. Wir können ja nicht immer nur mit unseren Standardvorschlägen kommen, mit unseren sogenannten Toolboxes, sondern wir sollten es mal andersrum machen. Wir sollten mal schauen, dass wir die Menschen, die unmittelbar betroffen sind von der Veränderung ihrer Lebensumstände wegen des Klimawandels, dass wir für die Räume schaffen, Plattformen schaffen, auf lokaler Ebene, aber nicht nur auf lokaler Ebene, dass auch Sie sich in legitimierter Weise äußern können. Merci beaucoup. Simplement donc pour répondre aux deux points élaborés. Ja, gut. Sie haben ja gesagt, man muss vielleicht das auch weiter runterbrechen, den Austausch auf die lokale Ebene, auf die kommunale Ebene, dass man den Menschen eine bessere Plattform bietet, sich auszudrücken. Das gilt natürlich auch für die Finanzierung solcher Plattformen. Und wir haben ja in Europa auch ein entsprechendes Finanzierungsinstrument, das Politik und Forschung fördert, aber die meisten Fördermittel gehen natürlich an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir müssen also uns überlegen, ob wir nicht auf europäischer Ebene tatsächlich auch Finanzierungsinstrumente, also prioritäre, aus den prioritären Fonds der Europäischen Union nutzen, um all die Aktionen zu unterstützen, die tatsächlich diesen Bürgerdialog fördern und das auf internationaler Ebene mit Asien, mit Lateinamerika, mit Amerika, den Amerikas, wenn Sie so wollen. Also ein Fonds, der sich ausschließlich an die Zivilgesellschaft wendet und an die Personen, die a priori erst einmal nicht involviert sind bisher in die Debatte und über die wir ja sprechen. Da könnte man beispielsweise ein Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen aufbauen oder eine Vernetzung von Regionen der Welt, um hier auch dann entsprechend auf der Ebene dann mit den Personen sprechen zu können, die man bisher nicht hinreichend einbezogen hat. Wir bräuchten also nicht mehr Mobilität in der Recherche, sondern tatsächlich mehr Beweglichkeit und mehr Flexibilität auf der Ebene, die ich gerade angedeutet habe. Ja, danke schön.
Ich sprach ja vorhin von der Koalition von Akteuren. Da habe ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht auf die Wirtschaftsunternehmen eingegangen. Ich habe ja immer gesagt, Zivilgesellschaft. Sehen Sie, die Welt der Wirtschaft ist immer gleichzeitig Teil des Problems und auch Teil der Lösung. Man muss sie also mit auch an den Tisch bekommen, mit einbeziehen. Zu den Punkten, die Sie bisher erwähnt haben, habe ich zwei Anmerkungen. Man darf... Sehen Sie, wir haben ja vielleicht den Eindruck, dass wir alle genau wissen, wovon wir reden, und wir sind auch überzeugt von der Notwendigkeit, jetzt für die Umwelt zu handeln. Aber man darf natürlich auch die Spannungsfelder, die bisher existieren zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen, zwischen den Ländern, zwischen den verschiedenen Interessenträgern, wenn Sie so wollen, der Weltgemeinschaft existieren, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt da Spannungsfelder. Und der zweite Punkt ist, der wurde jetzt auch schon angerissen, das ist natürlich die Rolle der Wissenschaft und des Wissens. Alles, was jetzt mit offenem Wissensaustausch zu tun hat, muss natürlich immer auch die Möglichkeit bieten, in unseren Laboratorien, in unseren Klassenräumen dafür zu sorgen, dass das, was wir dort an Arbeit leisten, für die Gesellschaft auch einen Nutzen hat, einen spürbaren Nutzen. Wir müssen darüber hinaus über die Patente reden, die Urheberrechte. Wir müssen über das Protokoll von Nagoya sprechen, über dies Vorhaben, wissenschaftliche Erkenntnisse weltweit zu teilen. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke soziale Verantwortung, sowohl als Forscherinnen und Forscher, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich sprach ja davon, Barrieren zwischen den Elfenbeintürmen niederzureißen. Und da gebe ich Ihnen recht, es gibt natürlich viele, viele Menschen, die immer noch sehr störrisch sind. Und ich glaube, das darf man einfach nicht akzeptieren wollen. Man muss da, wir müssen da unsere Arbeit leisten, ein jeder, eine jede an seinem, an ihrem Platze, in den Freundschaftsgruppen, die wir haben, am Arbeitsplatz, dass wir die so in Anführungsstrichen Störrischen auch überzeugen. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, ich sage mal, wir sind ja, wir treten ja gerade in eine neue Phase der Arbeit für eine nachhaltige Entwicklung ein. Wir können uns ja nicht mehr nur damit zufrieden geben, dass wir hier immer hupen oder die Warnblinkanlage anschalten. Und man kann nicht immer wieder sagen, immer lauter hupen und sagen, es wird immer schlimmer und der Untergang kommt und so weiter. Nein, das ist ein ziemlich perverser Aspekt. Wir haben, das ist auch gestern gut zutage gekommen bei dem Worst-Case-Szenario, über das wir gesprochen haben. Man kann sich nicht damit begnügen, den Leuten immer nur Angst zu machen, denn dann ziehen sie sich zurück, sie sind nicht mehr ansprechbar. Und wir haben ja viele soziale Bewegungen, die tatsächlich von Angst stimuliert werden. Ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, alle, zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen Angst haben. Und das ist die Voraussetzung für den Fortschritt in den Debatten, die wir führen. Das heißt, wenn wir uns konzentrieren auf die Suche nach Lösungen, dann müssen wir zugleich natürlich auch die Lage als solche klar und deutlich kommunizieren, ohne den Leuten immer wieder Angst zu machen. Und das müssen wir uns bemühen, sämtliche Bürgerinnen und Bürger, Mitbürgerinnen und Mitbürger auch zu erreichen. Herzlichen Dank. Wir merken auch aus unserer Arbeitsgruppe gestern zu der von Herrn Kukon jetzt schon mehrfach angesprochenen Frage der Interdisziplinarität auch hier machen. Wir waren uns ziemlich einig gestern, dass das natürlich in aller Munde ist. Es ist auch unabweisbar, dass wir in den großen Fragen von Entwicklung, von Gesundheit weit über unsere Silos, die jetzt angesprochen wurden, hinaus müssen. Aber die praktischen Fragen für eine Wissenschaftlerinnenkarriere zum Beispiel sind einfach weiterhin enorm. Die Begutachtung, das haben mehrere Gespräche jetzt gestern den ganzen Tag abends hier nochmal bestätigt, die Begutachtung folgt halt wirklich meistens, kommt aus den Zentren der jeweiligen Fächer heraus, so wird man eben anerkannter Gutachter, indem man von allen Seiten dort anerkannt ist.
Und wenn diese Gutachter dann nicht miteinander ins Gespräch kommen, wie das leider häufig bei Förderentscheidungen noch ist, dann bleiben die da bestehen und den Medizinern ist das nicht medizinisch genug und den Anthropologen nicht anthropologisch genug, den Politikern nicht politikwissenschaftlich genug. Wir haben in unseren Verhandlungen mit dem BMBF, dem Bundesministerium für Forschung und Bildung, da erreicht, dass für unseren Global Health Bereich jetzt wirklich eine German Alliance for Global Health Research aufgesetzt werden konnte, in der wir strikt interdisziplinär begutachten. Das heißt, jeder Antrag wird von einer Vierergruppe von Rapporteurs, die aus Biomedizin, Public Health, Social Science and Humanities und Engineering and Other Sciences bestehen, begutachtet, sodass dann eben auch möglich ist, dass die Vorbehalte von jemandem, der aus seiner Fachlichkeit heraus sagt, also ich kann damit nichts anfangen, diskutiert werden und es nicht einfach von vornherein schon abgebügelt wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir eben, ja, was jetzt da in dieser neuen Wissenschaftscommunity von inzwischen schon nach einem Jahr über 700 Mitgliedern praktiziert wird, dass wir da vielleicht dann auch in den deutsch-französischen Austausch über ähnliche Best-Practice-Beispiele im Bereich von Förderung von Interdisziplinarität ins Gespräch kommen können. Denn ja, wir haben es gestern Abend besprochen, man kann einer jungen Wissenschaftlerin, einem Wissenschaftler gar nicht empfehlen, sich interdisziplinär aufzustellen von Anfang an, weil dann der Weg in die oberen Etagen sehr schwer wird, von einzelnen Sonderbereichen vielleicht abgesehen. Also das Einreißen der Disziplinengrenzen und das Aufweichen in Richtung einer gelebten Interdisziplinarität wäre dann auch eine Aufgabe, die wir in diesen vielen Formaten, die jetzt angesprochen wurden, Thinktanks, Dialogformate, kooperative Gruppen, die sich austauschen, gemeinsam mit den Big Playern in diesen Bereichen, wären Möglichkeiten, hier voranzustreiten. Ich möchte an dieser Stelle die Diskussion öffnen für das Publikum, weil wir sind hier ganz schön weit entfernt und auch eine große Gruppe und wir möchten gerne das Mikrofon auch kreisen lassen. Es ist dort schon unterwegs. Ja, bitte. Herr Bayer, wenn ich mich richtig erinnere, bitte schön. Es ging jetzt sowohl hier in der Podiumsdiskussion als auch gestern, insbesondere auch in unserer Arbeitsgruppe, mehrmals darum, Menschen mitzunehmen, die vielleicht auch aus anderen Bevölkerungsgruppen, Bildungsschichten, was auch immer kommen. Gestern war ich davon noch sehr von überzeugt und ich habe mir danach eine Gedanken gemacht und bin immer weniger davon überzeugt, dass das die Priorität ist. Denn diejenigen, die wirklich die Entscheidungen treffen, das sind Leute, die genau denselben Bildungsstand haben, den wir haben. Es sind ja gerade, also wenn ich jetzt zurückgucke, dann sind es ja genau die Ölfirmen, die schon vor vielen Jahrzehnten genau das wussten, was die Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gerade für die Zukunft vorhersagen. Ich habe gestern einen interessanten Beitrag darüber gesehen, wie Australien gerade plant, fast 50 neue Kohlekraftwerke zu bauen und gleichzeitig sagt klimaneutral bis 2050. Da kann man sich dann wahrscheinlich darum kümmern, ab 2045, wie man das irgendwie miteinander in Verbindung bringt. Deswegen bin ich weniger und weniger der Überzeugung, wir müssen jetzt die noch so konservativen Trump-Wähler oder sowas vom Klimawandel überzeugen, während die wichtigen Entscheidungsträger, die wissen das doch alle längst. Also Sie wären eher auf der Linie von Frau Hornitsch zu sagen, die wichtigen Kriterien sind auch Beratergremien, also wirklich dicht dran zu sein an denjenigen, die die Entscheidungen treffen. Kann man natürlich die Frage stellen, ja, wie kommen wir möglichst dicht dran? Und es gibt ja auch durchaus Länder und Kulturen, was wir erlebt haben, die sind beratungsresistent, ja, wenn wir an Brasilien denken oder an die Trump-Ära. Ich weiß nicht, wie viele Berater sich vielleicht an gewissen Stellen abgemüht haben, aber sie wurden einfach weder eingeladen noch gehört. Ja, noch wollte man ihnen in irgendeiner Form Gehör schenken. Bitte, Herr Bruchhausen. Ich stimme natürlich völlig zu, dass die Wissenschaft sehr nah an diesen Entscheidungsträgern, vor allem auch in der Wirtschaft, dranbleiben muss. Aber wir leben eben zusätzlich zum Glück in demokratisch legitimierten Gesellschaften und von daher müssen diejenigen, die wir im Bereich der Politik beraten, einfach nach Mehrheiten und nach Wählerschaften schauen. Das habe ich im Bereich der globalen Gesundheit jetzt sehr intensiv erlebt, wie sehr da die jeweilige Klientel bei allen Äußerungen zur Impfstoffverteilung etwa ganz im Vordergrund steht und nicht so sehr die persönliche Überzeugung. Und da, ich sprach es hier auch schon gestern öfters an, die regionalen Unterschiede in Deutschland allein darf man nicht unterschätzen. Mir sagen die Kollegen von Global Health Charité in Berlin, wenn sie sich zu sehr äußern
über ihre Aktivitäten, kommt der Gegenwind sofort, und zwar von ganz rechts und ganz links. In Brandenburg sind Menschen ärztlich unterversorgt. Was macht ihr denn dann im Rest der Welt? Also wir hier im Westen eher, der etwas wirtschaftlich privilegierter ist, sich nicht so abgehängt fühlt, in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, in den anderen Global Health Zentren, wir empfinden das nicht. Wir empfinden Zustimmung aus der Bevölkerung für das, was wir machen. Also nur sehr vereinzelt mal andere Stimmen. Aber da gibt es tatsächlich aus den schon angesprochenen ja, rechtspopulistischen Milieus eben diese enormen Vorbehalte, mit denen dann natürlich eben auch die Politik umgehen muss. Also von daher glaube ich, wir müssen wirklich auf all den Ebenen diese Überzeugungsarbeit machen. Und zwar, und deshalb war das auch gestern hier ein Vorschlag, das vielleicht zum Gegenstand zukünftiger Aktivitäten hier in diesem Dialog zu machen, sehr abgestimmt auf die jeweiligen Kreise, die man eben nicht in Trotzreaktionen führen will und Ähnliches, sondern die man tatsächlich jeweils da abholen will und muss. Und deshalb ist das eine Bildungsherausforderung, ganz eindeutig. Merci beaucoup pour votre remarque. Vielen Dank für diese Antwort. In der Tat haben wir gestern auch von Vertrauen gesprochen, wenn man über Demokratie spricht, mit den ganzen Wandel, dem wir heute gegenüberstehen. Wie kann man es schaffen, wieder Vertrauen zu schaffen? Wir haben da aktuell keine Antwort drauf. Wir haben uns bisher nur diese Frage gestellt. Aber das ist auch das, was Sie eben angesprochen haben mit dem Beispiel Australien. Das sind ja auch diese Verbindungen. Wie reagiert die Regierung auf diese Anforderungen aus der Bevölkerung? Ich glaube, hier müssen die verschiedenen Institutionen zusammenarbeiten, um diese Probleme eben auch zu vermeiden, dass wir eben hier Ausdruck haben von rechts, ganz rechts oder ganz links. Herr Seppelt, bitte. Danke. Ich habe mehrere Punkte, die ich eigentlich gerne unterbringen möchte an der Stelle. Zum einen, ich glaube, die Hebel, die wir haben, sind tatsächlich die der Entscheider. Und diese Hebel können aber nur funktionieren, wenn sie auch entsprechend demokratisch legitimierte Entscheidungen drunter liegen. Die Hebel für die Entscheider, die liegen natürlich bei Beratungsgremien, die liegen bei sowas wie dem Sachverständigenrat für Umweltfragen, bei der Leopoldina oder natürlich bei so Foren wie IPCC und IPBES. Und die UN trifft sich jetzt wieder in Glasgow mit allen Constraints, aber das entsprechende Gremium für Biodiversität verschiebt seine Tagung mittlerweile seit anderthalb Jahren und trifft sich vermutlich Anfang nächsten Jahres erst, um Umsetzungen aus dem globalen Assessment von IPBES zu beraten. Die Teilnahme als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin an einem solchen Prozess ist aber eine erstens sehr zeitaufwendige und zweitens eine interdisziplinäre. Wir bilden Studenten, wir bilden unsere Postdocs nicht dafür aus, dass sie sowas machen können. Das kann ich zurzeit nur machen, weil ich sehr viel Erfahrung habe. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, an den Universitäten viel mehr fördern müssen. Ein interdisziplinärer Dialog, wo ich meine eigenen Kompetenzen einbringen kann und auch Wissen zusammenführen kann und entsprechend wieder kommunizieren kann an die entsprechenden Entscheider. Das ist sicherlich etwas, was in der Ausbildung der einzelnen Universitäten fehlt. Ich lasse die beiden anderen Punkte weg und mache gleich mit dem letzten Punkt weiter. Wir stehen so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, oder? Ich meine, als Wissenschaft fordert man von uns immer wieder die Ansagen für, wie geht es eigentlich weiter? Was müsst ihr tun? Handlungsempfehlung bringt Informationen, die politikrelevant ist. Nicht policy prescriptive, but policy decisive ist die Angabe im IPBES und IPCC. Das ist okay. Ich werde aus Steuermitteln finanziert und ich stelle mich auch der Verantwortung, diese entsprechenden Botschaften zu machen. Aber ich muss sagen, ich wiederhole mich die letzten Jahre. Daraus möchte ich gerne zwei Schlüsse ziehen. Zum einen möchte ich den Schluss ziehen, dass die Medienaufmerksamkeit, die wir bekommen in dem, was wir sagen, immer daran angedockt wird, dass wir irgendwas Neues erforschen. Also entweder, dass der Meeresspiegel um weitere 10 cm gestiegen ist oder dass Frau Otte nachweisen kann, dass die Ahr definitiv ein Klimawandelereignis war. Irgendwelche Besonderheiten müssen dabei sein. Es braucht eine Neuigkeit, es braucht einen Anlass. Warum ist das so? Warum kann man nicht kontinuierlich berichten über das, was da ist? Wir haben uns gestern unterhalten über die Fragestellung der Ernährungssicherheit weltweit unter einem +3-Grad-Szenario.
Das kann man ganz kurz kommunizieren und das ist leider doch nicht unbedingt eine positive Geschichte, aber das ist nicht unbedingt bekannt. Die Zahlen liegen aber schon seit langem auf dem Tisch und das Gleiche gilt für viele, viele andere Beispiele. Also eine kontinuierliche Kommunikation und das war auch gestern unsere Empfehlung, auch hier an die Stiftungen, Seminare mit Journalisten, auch mit Wissenschaftlern und Journalisten. Die eine Seite kann lernen, wie sie besser kommuniziert, die andere Seite kann lernen, was sie besser aufgreift und rüberbringt. Und meine Erfahrung aus dem letzten Seminar in ähnlicher Form letzte Woche in Otzenhausen, gerne auch 2-3 Ebenen höher. Nicht unbedingt der freie Mitarbeiter, der sowieso weiß, wo es lang geht, sondern gerne Redaktionsleiter und Direktoren im Öffentlich-Rechtlichen, aber auch gerne im Privaten. Zweite Schlussfolgerung, ich habe gesagt, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, warum fragen wir nicht denn mal zurück? Warum fragen wir nicht die Politik, warum nichts passiert ist? Nichts anderes macht die Jugend. Aber unsere Empfehlungen werden in der letzten Zeit auch nicht gehört. Warum ist in den aktuellen Koalitionsverhandlungen das Tempolimit sofort gefallen? 2 Millionen Tonnen CO2, Äquivalente des innerdeutschen Flugverkehrs und es kostet nichts. Herzlichen Dank, das ist sehr pointiert. Frau Hornitsch wollte noch was hinzufügen. Also ich möchte jetzt nicht Ihnen das Wort nehmen, Sie haben ja eigentlich das Wort, aber ich würde gerne aufgreifen, was Sie gesagt hatten in Bezug auf angstgetrieben, also das Spannungsfeld angstgetriebene, der Aufbau angstgetriebener sozusagen Diskurse und gleichzeitig ist nun mal die Herausforderung massivst und dann auf der anderen Seite eben positive Zukunftsszenarien anzubieten. Ich glaube, das ist tatsächlich, also ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen momentan, ne? Weil auf der einen Seite sind die Zukunftsszenarien, die wir aus der Wissenschaft, die unsere Daten uns sagen, die sind nicht positiv. Und das, die sind überhaupt nicht positiv. Im Gegenteil, wenn wir noch sozusagen die Gefahren von gewaltgetragenen Konflikten in die Klimaszenarien reinrechnen, dann fallen diese um 40%. Ja? Also das heißt, momentan sind ja ein Großteil der Szenarien basieren auf naturwissenschaftlichen Modellierungen, auf naturwissenschaftlichen Daten. Wir haben sozusagen die politische Steuerung und wie wichtig es ist, jetzt Stellschrauben zu bedienen, die aber zum Teil in der Bedienung gar nicht so wahnsinnig gravierend sind. Das Tempolimit ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel und trotzdem in die Zukunft massive Auswirkungen haben. Ja. Und die sind noch nicht mitbedacht, weil wir sie nicht einrechnen können. Aber sie werden eigentlich mit ziemlicher Sicherheit den entscheidenden Unterschied mitmachen zumindest. Und auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, den Gesellschaften positive, also Hoffnung auch bieten. Ja, und das klingt banal und gleichzeitig muss man sich vor Augen führen, welche politischen Parteien sich davon nähren, immer angstgetrieben zu argumentieren und sich dann fragen, das ist ein Modus, in dem möchte man sich nicht hineinbegeben. Ja, und wir haben eine momentan unsere Koalitionsverhandlung, haben wir eine Situation, jetzt sozusagen andere Skalenebene, aber in der unsere Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik in einer Verhandlungsgruppe verhandelt wird. Außen-, Entwicklung und Sicherheit, das sind drei sehr unterschiedliche Logiken. Ja, Sicherheit ist Abgrenzung und Verteidigung. Außenpolitik ist eine diplomatiegetriebene Logik, die sich sozusagen an der Schwelle zwischen Diplomatie betreiben, weil wir die Gefahren woanders sehen und sie weghalten müssen und möchten und sozusagen an der Schwelle zum dann nach innen gerichtet eben auch positive Möglichkeiten entwickeln befinden und der Entwicklung, die eine solidaritätsbasierte Logik verfolgt. Und ich glaube, da müssen wir sehr genau hingucken, wie wir dieses Spannungsfeld zwischen angstgetriebenem Gefahren abwenden versus eben positive Zukunftsszenarien anbieten und Möglichkeiten anbieten, füllen wollen. Und ich glaube nicht, dass wir die Weltgemeinschaft mitbekommen, mit auf den Weg sozusagen der Transformation in Richtung Nachhaltigkeit dafür nicht gewinnen werden, wenn wir sie immer als potenzielle Gefahrenlandschaft mitsuggerieren. Wir wissen, dass seit 2007 dass die Schwellenländer, die großen Schwellenländer sind, also die Brasiliens, die Chinas, die Indiens dieser Welt, deren Greenhouse-Gas-Emissions, deren Emissionsraten weiter
massivst steigen. Die pro Kopf sind weiterhin bei uns die höchsten. Aber wir sind bei weitem schon überholt worden in den absoluten Zahlen von den großen Schwellenländern. Und somit sind das die Game Changer. Und gleichzeitig haben wir natürlich die historische Verantwortung zu tragen. Das heißt, wir können gar nicht ohne. Und gleichzeitig werden wir auch kein China von einer Transformation seiner Wirtschaft und Sozialsysteme überzeugen, wenn wir selbst nicht als Vorbild voranschreiten. Das wissen wir hier alles, brauche ich Ihnen gar nicht erzählen. Aber ich glaube, dieses Spannungsfeld zwischen, ne, wie agieren wir zwischen einem angstgetriebenen Diskurs und einem Zukunft anbietenden Diskurs. Das ist, das halte ich auch für persönlich für eine große Herausforderung. Und das verkreuzt sich natürlich noch mit dem Wissen, das wir haben in den Gesellschaften, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und auf der anderen Seite natürlich das Handlungswissen dann, der Transfer hinein in diejenigen Gremien, die das möglicherweise anwenden können. Also und wenn die Politik, wenn wir die Politik beobachten, geht es natürlich oft um einen anderen Handlungsantrieb. Das heißt, ich möchte wiedergewählt werden. Das heißt, wenn ich das Tempolimit jetzt tatsächlich senke, dann schaffe ich meine eigene Lebensgrundlage ab. Und solange die Politik natürlich so handelt und so denkt, ja, ist es sehr, sehr schwierig voranzukommen. Ja. Nicht, dass ich das gut heiße, aber ich wollte noch mal ins Publikum schauen. Wer möchte denn? Ich fand auch die Frage sehr, sehr spannend mit der Interdisziplinarität unter den jungen Wissenschaftlern. Wir haben hier sehr viele junge Menschen auch im Publikum. Mich würde durchaus auch interessieren, wie Sie das wahrnehmen in Ihren jungen Karrieren und ob Sie das beschäftigt. Bitte. Ja, dann sage ich einfach mal kurz was dazu. Jetzt nicht unbedingt zu dem Thema, aber ein anderes Thema, das deutsche Hochschulwesen. Ich meine, das hatten Sie, glaube ich, eben gesagt, Zukunft anbieten. Ein Thema, was wir noch nicht wirklich besprochen haben, sind zum Beispiel die Arbeitsbedingungen im akademischen Mittelbau, zum Beispiel in Deutschland. Haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was Nachhaltigkeit ja auch mit sich bringt. Und ich habe mich zum Beispiel, als ich hier reingekommen bin, gestern habe ich als erstes so, mein erster Blick geht ganz schnell in Richtung Buffet, wenn es auch um Nachhaltigkeit geht. Also was können wir relativ schnell machen, um nachhaltig zu agieren? Da fängt bei mir ganz schnell mit Essen an oder nicht unbedingt Coca-Cola. So, das sind so zwei Sachen, ganz so, die mir persönlich dann sofort auffallen. Und das nächste ist natürlich aus meiner eigenen Arbeitserfahrung heraus, als ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Lehrstuhl an einer deutschen Universität habe ich das persönlich sehr schön mitbekommen, wie schwierig das auch sein kann, wenn man in diesem Konflikt ist zwischen, man möchte seine eigene Karriere vorantreiben, ist aber in diesem Zwangssystem auch teilweise gefangen, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, immer selber das zu tun, was man machen möchte, weil man halt in einer Abhängigkeitssituation ist und diese Hierarchien gerade im akademischen Mittelbau immer noch eine sehr große Rolle spielen. Und wenn wir jetzt hier über Nachhaltigkeit reden und Zukunftsgestaltung und aus der Hochschule heraus Angebote machen wollen für die Gesellschaft, für eine Transformation ja auch zu etwas, ne? Wir wollen eine Vision irgendwie entwickeln und auch in die Gesellschaft reintragen, dann gehören, glaube ich, diese Themen, dann fange ich immer bei mir selber an und in diesem Kontext würde das bedeuten, an der Hochschule selber, um zu gucken, wie kann man das denn umsetzen. Jetzt, ich meine, die anderen Themen, die wir besprochen haben, sind sehr wichtig, aber ich fange dann halt einmal aus der eigenen Perspektive an, herauszudenken. Ich glaube, das sind so Sachen, was sind denn da die Angebote, die Sie jetzt zum Beispiel in dieser Runde sehen und denken? Also meine nachhaltiges Handeln im persönlichen Bereich. Universität. Auch an der Universität. Herr Seppelt, Sie möchten dazu etwas sagen. Ein Mikro ist zur Hand. Dankeschön. Also wir hatten das gestern in der Arbeitsgruppe auch, dass es natürlich auch ein Anfassen an die eigene Nase ist. Also auch in der Art und Weise, wie ich an der Universität, an dem Institut, an dem ich bin, selber agiere. Das geht beim Fliegen los, wo wir alle jetzt durch Corona sehr viel gelernt haben, wie die Alternativen sind, wo wir aber auch gelernt haben, dass man da einen sehr differenzierten Blick drauf haben muss. Also Sie haben das eben schon gesagt, ich bin mehr oder weniger sehr gut vernetzt, ich komme mit Zoom klar und ich weiß, wenn ich Kollegen in Vancouver oder in Australien anzoome, dann weiß ich, wie wir ticken.
die Kontakte haben sie vielleicht noch nicht oder nicht zu ihrer Zufriedenheit oder wie auch immer. Also da muss ich auch in der eigenen Arbeitsgruppe, wir haben eine CO2-Reduktionsstrategie bei uns, wo wir sehr genau jede Dienstreise überprüfen und wo wir sehr genau auf den jeweiligen Kandidaten gucken, warum fährt der, fahren die zu zweit zur gleichen Tagung, kann man was anderes mit dran docken, fährt vielleicht besser der Doktorand, weil der muss sich noch vernetzen, der Postdoc kann zu Hause bleiben und so weiter und so fort. Aber das macht ein bisschen, das ist ein bisschen mühselig und es führt auch zu unangenehmen Entscheidungen, weil dann heißt es mal, nee, du fährst mal nicht und dann bin ich aber ganz traurig, gerade wo es gerade wieder geht. Also ja, natürlich. So, und der nächste Punkt, da gebe ich Ihnen auch völlig recht, auch mein Blick geht aufs Buffet, wenn ich auf Veranstaltungen komme. Und auch wir haben Veranstaltungen schon vor 8 Jahren rein vegetarisch gemacht und haben uns sehr viel Ärger eingehandelt. Aber wir haben auch ein bisschen Bewusstsein generiert. Also auch das ist Nudging. Auch da kann ich einiges mit erreichen. Sie haben noch ein anderes Thema aufgemacht und dazu, glaube ich, ist es sehr schwierig, eine Antwort zu finden. Aber das geht in Richtung auch gegebenenfalls der Leiter akademischer Einrichtungen hier. Die Gesellschaft und auch das Wissenschaftssystem hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Also denken wir mal bitte so 15, 20 Jahre zurück, wie wir da gearbeitet haben. Also ich glaube, ich habe mir meine Linux-Installation für den Rechner noch in 21 Disketten aus dem Rechenzentrum runtergeladen, weil ich selber keine. Also da hat sich sehr viel verändert. Und das heißt, wenn ich jetzt Karriere machen möchte, bin ich gerade mit ganz anderen Kriterien konfrontiert als Ihr Betreuer. Weil ich wähle jetzt sehr genau aus, in welche Arbeitsgruppe gehe ich, in welchem Team kann ich welche guten Paper schreiben, wo habe ich möglichst schnell etwas Hochrangiges, wie kann ich sogar meine Zitationen nach oben treiben, muss ich dazu auf Twitter sein und so weiter und so fort. Eine Entwicklung, die ich sehr kritisch sehe, die nämlich nicht die Qualität verbessert. Das heißt, das Nachdenken über irgendwelche Sachverhalte wird dadurch immer mehr reduziert. Das gesamte System hat sich ohne Ende beschleunigt. Ich würde hier an der Stelle, das hat auch mit Nachhaltigkeit und auch im Bildungssystem was zu tun, ich würde deutlich dafür plädieren, dass wir unsere Ansprüche an den Nachwuchs und an uns selber runterschrauben. Wenn ich ein gutes Paper pro Jahr schreibe, ist das in Ordnung. Es gibt Leute weltweit, die haben 40 Paper pro Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass die einen entsprechenden Plagiatsrückzug haben, ist bei denen übrigens signifikant höher als bei allen anderen. Dazu gibt es ein Nature Paper, das kann man nachlesen. Also die Ansprüche mal zurückschrauben, das, was wirklich nötig ist, um dann Freiräume zu schaffen, sowohl für die interdisziplinäre Kommunikation, vielleicht auch in die Kommunikation mit der interessierten Bevölkerung oder mit Politik, weil das auch relevant ist, würde uns sehr, sehr gut tun. Die Beschleunigung, die wir im Wissenschaftssystem erfahren haben, ist ungesund. Bitte, Herr Bruchhausen. Ja, also die Frage der Nachhaltigkeit von Karrieren im Wissenschaftssystem beschäftigt mich auch aus persönlicher Betroffenheit. Ich habe von Anfang an mit Abschlüssen aus 3 Fakultäten immer versucht, interdisziplinär zu arbeiten und bin da also dauerhaft auf entsprechende Widerstände gestoßen. Kann aber auch nur sagen, also die Leute, die ich im Wissenschaftssystem bewundere, von denen ich etwas halte, die mich überzeugen, die sagen immer, machen Sie das, wo Sie wirklich von überzeugt sind und passen Sie sich nicht übermäßig an. Führt nicht zur Lebenszufriedenheit. Ich habe in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, einige erlebt, die schon mit Anfang 30 ihre dauerhaften Professuren hatten und die sind danach nicht mehr produktiv gewesen, weil sie einfach nichts mehr hatten, wofür sie brannten, was sie herausgefordert hat. Also von daher, ich war zwischenzeitlich mal in Aachen an der Universität, wo halt das Motto ausgegeben wurde, wer mit 32 nicht Professor ist, soll es nicht mehr werden. Das halte ich also für gerade in diesen Bereichen, über die wir jetzt heute reden, wo Lebenserfahrung auch eine Rolle spielt, auch von meinen medizinischen Hintergründen her, ist das ganz existenziell, dass man mal ein paar Jahre im Krankenhaus, in der Praxis, in meinem Fall eben auch im afrikanischen Gesundheitswesen gearbeitet hat. Und diejenigen, die dann schon mit 32 alles wissen, was man dafür wissen muss, also die möchte ich nicht als Entscheidungsträgerberatung haben. Also von daher wirklich, auch wenn es tatsächlich Härten zwischendurch gibt, bei mir war natürlich die Fallhöhe nie so hoch, weil Landarzt in der Eifel war immer noch eine Möglichkeit, wenn das Wissenschaftssystem mich nicht mehr will. Aber trotzdem, also ich kann einfach nur dazu ermutigen, für die Lebenszufriedenheit insgesamt wird es wahrscheinlich lohnender sein, als eben früh versorgt und ohne Visionen den Rest seines Professorenlebens zu verbringen. Gut, vielleicht eine persönliche Meinung.
Alors, au-delà du Coca-Cola pour le buffet, effectivement... Jetzt mal abgesehen von der Coca-Cola am Buffet, es ist natürlich wichtig, dass auch die jungen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch mitarbeiten, gerade auf der Ebene der Universitäten. Das kann ich zumindest für Frankreich sagen. Deutschland kenne ich ja nicht so gut. Da wird tatsächlich sehr stark reflektiert, wie man diesen jungen Expertinnen und Experten eine Zukunft sichert, wenn man sie nicht in der Universität halten kann. Das fängt natürlich da an, wo die Leute ihren Master machen oder promoviert werden. Und da ist es ja so, dass da schon sehr viel investiert worden ist in die Leute. Man muss dann auch, und das fordert ja die internationale Arbeiterbewegung ja natürlich auch, dass diesen Menschen gerechte Arbeitsmöglichkeiten geboten werden. Die Universitäten haben da große Schwierigkeiten, Doktoranden entsprechende Angebote zu machen. Wir verlieren deshalb auch viele hochqualifizierte junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an unserer Forschung dann nicht mehr teilnehmen. Eine Wortmeldung ist noch. Ich würde Sie zunächst rannehmen und dann in den Saal gehen. Sie haben, ja. Also auch wenn es mir schwer tut, muss ich dann doch mal widersprechen sozusagen, Herr Bruchhausen. Nein, teilweise stimme ich Ihnen zwar zu. Also ich glaube, dass ein interdisziplinärer Werdegang, der darf auch einfach etwas länger brauchen. So. Das liegt einfach in der Natur der Dinge und ich glaube, dass wenn wir bei den SDGs von ihrer Unteilbarkeit ständig sprechen und bei den Ressortpolitiken von der fehlenden Kohärenz sprechen, dann sind das alles Hinweise darauf, dass wir eigentlich ein komplexeres Denken ermöglichen müssen. Dann müssen wir es aber auch sozusagen in den Bildungseinrichtungen unseres Landes, unserer Länder ermöglichen und das setzt voraus, dass diejenigen, die lehren und forschen, das auch selbst erfahren haben und gelebt haben. Von daher, da stimme ich Ihnen zu. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass in der Wissenschaft wir die massive Herausforderung haben, dass gerade im Mittelbau die prekären Jahre auch mit der Familienbildungsphase in der Regel zusammenfallen. Und damit Wissenschaft zu einem Luxusgut wird in gewisser Weise. Und sich in einem Konkurrenzverhältnis befindet mit, wer kann es sich sozusagen leisten, sich von einem Einjahresvertrag zum nächsten und so weiter zu hangeln und wer kann das nicht. Ich hatte, kann ich ganz offen so sagen, den Vorteil, dass ich mit einem Maschinenbauer verheiratet bin, ja, dann ist die Fallhöhe nicht ganz so hoch, ne? Das muss man einfach so sagen. Den Vorteil hat nicht jeder und insofern denke ich, muss sich das Wissenschaftssystem da doch auch bei allen Argumenten, die für eine Dynamisierung sprechen, die für eine projektorientierte Organisation sprechen, um den Fluss von sozusagen Expertisen auch zwischen Institutionen sicherzustellen und über die Republik hinaus und so weiter. Ich sehe diese ganzen Argumente und ich leite eine wissenschaftliche Institution, das heißt, ich vertrete sie auch. Ich fordere ein, dass die Personen, die bei uns auf höher dotierte Stellen kommen, sich an unterschiedlichen Institutionen, in unterschiedlichen Systemen behauptet haben. Weil ich sehe, dass es notwendig ist für die wissenschaftliche Leistung, die wir zu erbringen haben. Trotzdem muss das sozialverträglich gestaltet werden und da sind wir noch nicht ganz auf dem Weg, da den richtigen Weg zu finden. Ja, und das selbst, wenn manche Hochschulfinanzierungsverträge jetzt gute Arbeit einfordern, aber was unter dieser guten Arbeit verstanden ist, wissen wir nicht genau. Ich darf Sie um Ihre Wortmeldung bitten. Donc, je vais le faire en français, puisque ça rejoint un peu tous les points de vue, en fait, mais je connais mieux le système français universitaire. Gut, ich werde jetzt mal auf Französisch fragen, weil ich das französische System besser kenne als das deutsche. Ich bin hundertprozentig einverstanden damit, dass Sie den jungen Forscherinnen und Forschern die Möglichkeit eröffnet, tatsächlich selbst auch zu forschen, dass sie auch ihren zukünftigen Beruf selbst lernen können, der ja mit großer Verantwortung verbunden ist in den Einzelfällen. Und das bedeutet selbstverständlich natürlich auch, dass sie ein anständiges Auskommen haben. Das ist heute, zumindest in Frankreich, überhaupt nicht der Fall, wenn ich mir das anschaue.
wenn man uns, von uns fordert, dass man beispielsweise Promotionsstudien so schnell wie möglich beendet, dann blockiert man natürlich die Inter- oder die Interdisziplinarität. Und dann darf ich nochmal zurückkommen auf die Verantwortung von Forscherinnen und Forschern. Sie haben viel gesprochen von dem Wissen, was man in der Gesellschaft auch generiert. Ich habe sehr viel interdisziplinär gearbeitet und habe an vielen verschiedenen Vorhaben teilgenommen. Ich bin unter anderem auch Referent in meiner Universität für die nachhaltige Entwicklung. Wenn man also hier einen Transfer in die Gesellschaft hineinschaffen will, dann bin ich noch nicht davon überzeugt, dass das klappen kann. Das sind transversale Themen, transdisziplinäre Themen, globale Themen, die natürlich auch ihre lokale Verankerung haben. Das sind Themen, die natürlich auch zusätzlich oft noch von den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, von Politikerinnen und Politikern, von der Zivilgesellschaft tatsächlich aufgenommen und betrachtet und vertieft werden müssen. Da sage ich nicht die Gesellschaft, sondern ich spreche von den Gesellschaften. Überall ist Wissen verfügbar, dass es uns auch Fortschritte erlaubt. Und es gibt natürlich auch überall die Möglichkeit, auf unterschiedliche Art und Weise sich einzubringen und mitzuwirken an der nachhaltigen Entwicklung. Wir müssen ganz einfach nur anerkennen, dass diese verschiedenen Wissensebenen komplementär sind, sich gegenseitig ergänzen und man nicht nur von den Universitäten den Wissenstransfer verlangen kann. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir viel mehr weiter darüber hinausgehen und die allgemeine gesellschaftliche Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger anerkennen und dann natürlich anerkennen, gut, die Universitäten müssen eine Vorbildfunktion haben, aber sie sind nicht die einzigen Wissensproduzenten, sondern der Austausch ist auf gesellschaftlicher Ebene an vielen Orten vorhanden. Ja, gerade Sie haben jetzt noch einmal ein Spannungsfeld aufgeworfen zwischen der Notwendigkeit einer interdisziplinären Vorstellung von der Welt. Die Welt ist komplex und alles hängt mit allem zusammen. Das heißt, man muss interdisziplinär forschen. Man kann die Welt ansonsten nicht als solche verstehen. Aber Wissen ist natürlich strukturiert und zwar in verschiedenen Disziplinen oder Fakultäten oder wie auch immer. Nicht? Wenn Sie in Frankreich beispielsweise eine Aggregation machen wollen, also einen Studienabschluss, einen Hochschulabschluss, dann werden Sie den in Ihrem Fach machen. Es gibt deshalb eine einfache Art zu forschen und eine komplexe. Man kann Interdisziplinarität auf einfache Weise so gestalten, dass man die verschiedenen Erkenntnisse der einzelnen Disziplinen einfach nur aneinander reiht oder kumuliert. Und dann hat man, oder aber man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Projekt zur Wasserwirtschaft in Afrika hat, dann wird man natürlich einen Hydrologen dorthin schicken und vielleicht noch einen Soziologen und die verschiedenen Wissensbereiche kombinieren, um dort eine Interdisziplinarität zu gewährleisten. Aber dann gibt es ja noch den viel schwierigeren Ansatz, dass wir eine jede für sich versuchen, das Wissen einer anderen Disziplin mit aufzunehmen und in die eigenen Überlegungen mit zu integrieren. Wir haben kürzlich noch bei dem neuen Frankreich-Afrika-Gipfel haben wir mit einem Kollegen aus Guinea diskutiert. Er sagt, ich bin Epidemiologe, aber seit ich mit den Anthropologen ins Gespräch gekommen bin, arbeite ich nicht mehr so wie früher. Ich arbeite ganz anders heute. Das heißt, da haben wir ein zweites Stadium der Interdisziplinarität, wo Sie nämlich, wenn Sie an einem bestimmten Forschungsgegenstand arbeiten, wie Global Health oder wie auch immer, dass Sie dann tatsächlich die Geisteswissenschaften und die Naturwissenschaften gemeinsam betrachten und nicht nur beispielsweise die Medizin oder nicht nur die Soziologie. Wir sprechen, wir können, sehen Sie,
Wichtig ist, dass man tatsächlich dafür sensibilisiert. Es gibt ja auch entsprechende Wettbewerbe, beispielsweise Anstellungsverfahren, wo ganz, ganz explizit auf den Aspekt der Interdisziplinarität abgestellt ist, wo man den zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich um eine Stelle bewerben, tatsächlich diese Interdisziplinarität und die Intersektionalität, das heißt die bereichsübergreifende Arbeit, abverlangt. Es gibt Wissen außerhalb, und natürlich gibt es natürlich auch noch jede Menge Wissen außerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft. Da gibt es das Wissen der Zivilgesellschaft beispielsweise. Und das ist selbstverständlich auch von zentraler Bedeutung für uns. Und da ist immer wieder die Frage, wie bringt man diese verschiedenen Wissensquellen konstruktiv zueinander, sodass es zu einer Art Fusion kommt, einer Fusion der Erkenntnis. Herzlichen Dank. Bonjour, Gilles de Bizet, Université Grenoble. Universität Rhône-Alpes. Ich mag insbesondere Ihre Kommentare zur Interdisziplinarität. Ich habe gestern Fruchtsaft ausgesucht, weil das einzige Getränk war, das nicht in einer Plastikflasche serviert wurde am Buffet. Seit 4 Jahren bin ich verantwortlich für ein interdisziplinäres Forschungsvorhaben zur Energienutzung in ländlichen Räumen. Im Rahmen, dafür haben wir eine Exzellenzfinanzierung bekommen, und was ich feststelle, nur die älteren Forscherinnen und Forscher, die tatsächlich ihre Karriere schon gemacht haben, engagieren sich in transdisziplinären Forschungsvorhaben. Der ganze Mittelbau, die 40, 50-Jährigen, nutzen Fördermittel eher dafür, tatsächlich in ihrer eigenen Disziplin Wissen zu generieren, ohne diesen interdisziplinären Aspekt. Das heißt, es sieht so aus, dass man häufig erstmal aus der Universität raus muss und ein gewisses Alter erreicht hat, damit man überhaupt interdisziplinär arbeiten kann. Also die Frage, die könnte ich ja für das französische System des Langen und des Breiten erläutern, aber meine Frage ist natürlich, wie sieht das in Deutschland aus? Gibt es denn bei Ihnen Vorkehrungen, um zu vermeiden, dass man gerade diese Generationenlücke vermeidet? Ich hatte ja eben gesagt, dass die Ausbildung für Doktoranden, für Studenten, auch für Postdocs im Bereich solcher Synthesearbeiten, solcher Gremienarbeiten nicht erfolgt. Das Problem haben wir bei uns am Zentrum angegangen und haben ein Programm für die Doktorandenausbildung aufgesetzt, sodass wir mit denen kleinere Projekte machen, in denen interdisziplinär gearbeitet wird. Und zwar versuchen wir, die Doktoranden dahingehend zu motivieren, dass sie sich eigene Projekte nehmen. Letztes Beispiel: Wie weit wirken Umweltprogramme, Maßnahmen bezüglich der Agrarsubventionen in Amerika und in Europa? Kommen die da an, wo sie hin sollen, und haben die eine Wirkung? Und da treffen sich dann halt 10 Doktoranden aus unterschiedlichen Feldern, und die lernen in 2 Workshops und in der Arbeit danach: Erstens, wie schreibe ich gemeinsam ein Paper? Wie einige ich mich überhaupt, wer hier welche Reihenfolge, wer macht was? Die machen zweitens die Erfahrung, dass alle ihre unterschiedlichen Stärken haben, die gefördert werden. Der eine kann die Analyse besser, der andere bringt die Daten rein, der dritte macht das Review besser und so weiter und so fort. Und sie lernen zuzuhören. Sie lernen der anderen Disziplin zuzuhören. Der Agrarökonom hört dem Ökologen zu und so weiter. Das ist nicht unbedingt perfekt, aber das ist ein Programm, was man innerhalb eines halben Jahres durchziehen kann. Das hält eine Promotion nicht zu sehr auf. Und meistens profitiert einer der Doktoranden, der Doktorandin davon, das Paper in seine eigene Arbeit mit einzubringen. Also es gibt Maßnahmen, es gibt Programme, wo man Interdisziplinarität fördern und auch in die Köpfe
die Arbeitsweise reinbringt. Und dabei sparen wir uns dann so ein paar überflüssige Seminare wie Scientific Writing und so weiter, weil da habe ich es ja sozusagen on the job und lerne es Praxis und dafür lassen wir ein paar andere Sachen wegfallen. Herzlichen Dank. Wir haben noch eine Wortmeldung rechts, bitte. Ja, zunächst vielen Dank für die ganz anregende Debatte. Also da sind viele, wirklich viele Impulse aufgekommen, die ich spannend fand, was den internationalen Dialog angeht. Eine Sache jetzt, die ich stärker bei der Publikumsdiskussion fand und die ich ganz wichtig finde, weil es eben nicht immer nur darum geht, wie holt man alle anderen mit ins Boot, die anders denken, sondern was können wir selber machen und wie können wir eben auch diejenigen zu anderen Handlungen anregen, die eigentlich genauso denken wie man selbst. Da finde ich eben auch, dass wir sozusagen selber da eine Verantwortung haben und auch eben die Hochschule. Und da wollte ich nur noch ganz kurz ein weiteres Beispiel bringen, was mir jetzt selbst eben als Mitarbeiterin der Uni Bonn hier widerfahren ist vor ein paar Tagen. Es ist einfach so, dass, und das kann ich nicht nachvollziehen, dass beispielsweise ein Jobticket, ja, mit dem man dann eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommt, doppelt so teuer ist, wie beispielsweise sich einen Parkausweis für die Uni Tiefgarage kauft. Ja, und das sind solche kleinen Dinge und da denke ich, da hat auch die Universität die Möglichkeit und die Verantwortung, an solchen Dingen, an solchen Entscheidungen was zu ändern. Ja, weil da kann man einfach bei sich selbst anfangen und ich kenne das eben auch von anderen Unternehmen, dass da beispielsweise Elektroräder gefördert werden oder andere Räder. Und ja, ich denke einfach, dass man das vereinfachen kann. Und das ist eben dann, wenn das eine 70 Euro kostet oder das andere nur 30, ja, was macht man denn dann? Im Zweifelsfall nimmt man dann vielleicht das Auto, wenn es aufgrund des Wetters oder aufgrund der Distanz das Fahrrad nicht gerade möglich ist. Ja. Nur so als ganz konkretes Beispiel noch, neben dem Buffet, was man eben tun könnte und was ich mir wünschen würde. Ja, unbedingt. Hoffentlich gibt es hier ein Vizerektorat für Nachhaltigkeit. Das ist ja auch gerade so ein Trend an deutschen Universitäten. In Frankreich habe ich es auch teilweise schon gesehen, also dass dieses Thema intensiv in den Hochschulleitungen verankert wird, jetzt auch unbedingt herantragen und eine ganz klare Nachfrage stellen. Ich glaube, es hilft nur, wenn man den Druck erhöht, ja, und wenn viele Menschen darauf. Ich würde noch kurz die zweite Frage aus dem Publikum nehmen und gebe Ihnen dann gern nochmal das Wort, Frau Hornitz. Bitte. Ja, guten Tag. Also ich bin Marc Favier und ich vertrete den Verein, den grenzüberschreitenden Verein AEG Kaiserslautern-Saarbrücken. Ich arbeite in Dijon und an der TU Kaiserslautern. Erstmal vielen Dank an DAD, also wir sind LEI, Local Erasmus Initiative. Und ich muss sagen, das hat uns sehr viel geholfen, grenzüberschreitende Austausche in der Grenzregion zu machen. Herzlichen Dank auch an dem Deutschen Französischen Jugendwerk und Bürgerfonds. Also wir haben sehr viele Projekte gemacht die letzten Jahre durch diese Organisationen. Wir sind erstmal nicht so nachhaltig gewesen. Wir haben also vor 5 Jahren angefangen. Wir sind nach Lyon gefahren, manchmal nach Montpellier, nach Marseille. Also wir haben einfach ja, die Kultur entdeckt. Und seit 2 Jahren haben wir mehr auf Nachhaltigkeit fokussiert. Also ich muss sagen, das ist die Förderorganisation, die uns also dabei also geholfen hat, weil man musste nachhaltig sein. Wir haben teilgenommen an der Tag der Umwelt und das war im Juni. Wir haben über Kreislaufwirtschaft gesprochen zwischen Firmen aus Deutschland und Firmen aus Frankreich. Also wir organisieren zweimal pro Jahr Crossboarding Students Workshop und Sustainability. Was ich denke, was ist gut zu, also im Bereich Nachhaltigkeit zu denken, ist mehr Bedeutung an Studierendenengagement zu geben, dass man das mehr erkennt. Also ich merke das in diesem grenzüberschreitenden Verein, 80 Personen zurzeit, 50 aus Indien, 10 aus Frankreich, 10 aus Deutschland und andere aus der anderen Welt. Also ich war sehr überrascht, eigentlich die Leute, die sich zurzeit engagieren für grenzüberschreitende Austausche in der Grenzregion, das sind Leute, die gar nicht aus der EU kommen. Und ich fand das toll. Was gut wäre, also sind viele aus Hochschulen, ist vielleicht, dass sie in den Studiengänge, dass man vielleicht ein paar Credit Points gebe für Leute, die sich engagieren, dass man die Leute mehr motivieren, weil man kann sehr viel lernen von
von Engagement im Verein und man bringt auch die Nachhaltigkeit ein bisschen ein Stück weit nach vorne. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Sehr schönes Beispiel auch für Bottom-up. Ich darf Ihnen nochmal das Wort übergeben, Frau Hornitsch, und dann würde ich gerne schließen und vielleicht alle nochmal bitten, wir haben uns vorgenommen, irgendwas mitzunehmen heute und zu sagen, wie geht's weiter, damit wir selbst nachhaltig sind, vielleicht in einer allerletzten Runde, die sich auf einen Satz beschränkt, weil wir haben schon ein bisschen überzogen. Jeder darf sozusagen noch einen Wunsch aussprechen, wie er sich wünscht, dass es weitergeht und dass wir dann zu einem Ende kommen. Bitte, Frau Hornitsch. Ja, danke. Also zunächst einmal möchte ich unterstreichen, was der Kollege gerade gesagt hat. Also diese Betonung auf der Rolle von Gebern auch im Impulse setzen, im Weiterschieben des Systems. Also ich finde das wirklich bemerkenswert, wie in den letzten Jahren über die Exzellenzinitiative Gleichstellung oder zumindest ein Anheben von weiblichen Professuren auch im deutschen Kontext sich auswirkt. Das ist ein Beispiel. Ich glaube, ähnlich sehen wir es im Nachhaltigkeitskontext, aber auch im Wissenschaftskommunikationskontext, dass wir angehalten sind, in allen Projekten auch die Frage des, ja, ich sage es jetzt trotzdem mal, Transfer, also der Wissenschaftskommunikation, der Dialog, der Ausgestaltung von Dialogplattformen mitzugestalten. Das halte ich für sehr wichtig und dann natürlich in der Inter- und Transdisziplinarität. Also das möchte ich einfach nochmal auch positiv in den Vordergrund stellen. Dann möchte ich kurz zu Ihrem Beispiel sagen, es gibt seit kurzem ja die rechtliche Grundlage, um diese Jobtickets zu subventionieren. Also wir haben gerade vor wenigen Wochen haben wir am DIE beschlossen, die Jobtickets entsprechend zu subventionieren, sodass sie nur noch 40 Euro kosten im Monat. Aber wenn man das wahrnimmt, hat man keinen festen Parkplatz mehr am Institut. Das muss man sich also überlegen, Jobticket oder Parkplatz. Also das vielleicht einfach so auch als ein Erfahrungsaustausch. Wenn man jetzt im Hauptgebäude arbeitet, da kann man die Tiefgarage nutzen. Das kostet 1,20 Euro dann pro Tag, ohne überhaupt einen festen Parkplatz zu haben. Also das kann man auch ganz spontan entscheiden. Wäre da noch nicht mal ein Verlust. Ich will nur sagen, es gibt eben die rechtliche Grundlage, jetzt diese Jobtickets auch zu subventionieren, was ja nicht, vorher nicht gegeben war. Ne? Und soll ich meinen Wunsch schon formulieren? Ja. Bitte. Was ich mir wünschen würde, wäre, also Sie hatten das Programm Make Our Planet Great Again genannt und ich finde das auch wirklich ein tolles Programm. Und solche Programme aufzulegen von Gebern, auch mit afrikanischen Gebern. Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist, natürlich, aber ich glaube, dass man über solche gemeinsamen Programmgestaltungen auch im afrikanischen Kontext darauf hinarbeiten kann, dass eine größere Wertschätzung auch verankert wird und der Wissenschaft und der Wissenschaftsförderung entgegengebracht wird. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen Wege finden, Wissenschaft auch als Instrument sozusagen einzusetzen. Das ist jetzt schon sehr instrumentell argumentiert, aber wir müssen Wege finden, die Wissenschaftssysteme vor Ort stärker aufzubauen. Da haben wir einige Instrumente, Wege und so weiter. Aber ich glaube, es geht eben nicht nur um die Wissenschaftssysteme, sondern um die Wissenschaftsförderlandschaften vor Ort, dass sie auch gegenüber ihren eigenen politischen Entscheidungsträgern noch weitere Argumente an die Hand kriegen, warum die 1% Zielmarge der African Union für R&D-Ausgaben, für Forschungsgelder auch wirklich erreicht werden muss. Das erreichen ja nur ganz, ganz wenige Länder. Und das halte ich für einen Weg, um vor Ort dann auch zu agieren. Herzlichen Dank. Wer möchte weitermachen? Sie haben das Mikro schon. Muss ich gleich weitermachen. Also was ich mitnehme von der Veranstaltung ist, dass es insbesondere im Austausch mit den französischen Kolleginnen auf Sprache ankommt und auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und dass es dass auch immer zielgruppenabhängig ist. Und insofern gibt es da keine Pauschalantwort. Was ich mir wünschen würde, was wir umsetzen danach, ist ja vielleicht so ein bisschen aus unserer Verpflichtungsrolle rauszukommen und auch ein bisschen einfordern zu können von Politik. Und ich würde mir wünschen, dass wir sehr an der Kommunikation arbeiten, nämlich auch
letztlich vielleicht sogar mit gemeinsamen Fernsehsendern. Arte ist das deutsch-französische Programm. Und warum haben wir keinen Nachhaltigkeitspodcast in der Qualität eines Herrn Drosten? Warum haben wir keine kontinuierliche Nachhaltigkeitskommunikation an der Stelle? Wunderbar, das ist sehr konkret. Herr Bruchhausen, möchten Sie weitermachen? Ja, aus meiner historischen und eigenen Perspektive entstehen neue gesellschaftsrelevante Fachgebiete nicht aus dem Universitäts- und Wissenschaftssystem selber, sondern durch Druck, durch Geldgeber, private, öffentliche von außen. Das war bei mir jetzt in der klinischen Psychologie, Soziologie in den 1970er Jahren, dann in der Entwicklungsforschung, auch hier in Bonn, jetzt zuletzt in Global Health. Und wenn wir vielleicht in dieser deutsch-französischen Initiative da an die Entscheidungsträger herangehen könnten, dass sie eben diese Anreize von außen setzen, damit diese interdisziplinären Gebiete an den Universitäten weiter gefördert werden. Denn von der Wissenschaft selber heraus sind andere Bereiche, die weniger angewandt sind und praxisnah sind, einfach attraktiver. Ja, dann würden wir hier sehr viel erreichen. Ja, da sitzen auch die richtigen Menschen, glaube ich, mit am Podium. Das ist schon mal adressiert. Herr Cocogne, bitte. Oui, merci. Peut-être comme mot. Ja, mein Wunsch am Ende der Veranstaltung. Auf jeden Fall die Einladung zur Kooperation und zum Dialog anzunehmen. Man sieht anhand unseres Austausches, obwohl es hier und da Unterschiede gibt, dass es doch eine gemeinsame Dynamik gibt. Wie kann man hier das Ganze weiter treiben, weiter pushen, damit diese wirklich breit gefasste Plattform auch andere Länder anzieht? Also damit wir auch über den Tellerrand ein wenig hinausschauen. Und ich glaube, dafür sind zwei Ereignisse ganz wichtig. Sie haben von dem G7 gesprochen. Dann zum anderen wird Frankreich die Präsidentschaft übernehmen in der EU. Das heißt, hier werden wir Möglichkeiten haben, diese Dynamik weiter auszubauen. Wir müssen andere Teilnehmer um uns rum ansiedeln sozusagen. Und wir müssen diese Arbeit wirklich weiter verstärken, um weitere Teilnehmer zu finden. Wir müssen auch Nachweise erbringen, in der Wissenschaft weitergehen. Aber wir müssen uns auch an die Gesellschaft wenden, an die Politik wenden, an die anderen Länder wenden. Und ich und anstatt jetzt philosophisch zu werden, würde ich eher sagen, dass man auch immer an die anderen denken muss, die nicht so denken, wie wir denken, und auch die mit einbeziehen muss. Und ich denke, dann werden wir in dieser Debatte auch Erfolg haben. Ich noch bitten. Vielen Dank. Merci beaucoup. Donc, dernier, Vielen Dank. Als Wunsch, als hier sprechen wir ja über das Niveau der Wissenschaftler, über den afrikanischen Kontinent auch. Ich hoffe, dass die französische Präsidentschaft auch dazu beitragen wird, dass wir das alles erreichen. Der Gipfel der Afrikanischen Union, der nächstes Jahr stattfinden wird, könnte eine Möglichkeit sein, dies weiterzuführen. Und dann auch das Programm MOCBA. One Health wird da auch ein Thema sein. Wir haben afrikanische Länder eingeladen. Dann gibt es auch das Programm Erasmus Plus, das sich an ein etwas breiteres Publikum wendet. Also wir hoffen, dass diese Themen wirklich angesprochen wird und dass das auch dazu führt, dass die Mobilität der jungen Forscher erhöht wird. Bisher ist das eher so eine Einbahnstraße. Wir hoffen, dass wir das demnächst auch in zwei Richtungen hinkriegen, gerade auch mit den afrikanischen Staaten. Dankeschön. Ich auf Wünsche antworten muss. Ich glaube, ich kriege das zusammen unter dem Begriff eines Plädoyers für Diversität. Ich nehme aus der Diskussion heute auch mit. Sie haben gesagt,
dass wir in die Entscheidung auch verschiedene Generationen mit einbinden müssen, also eine Intergenerationalität. Und ich glaube, die Verjüngung des Bundestags ist da ein gutes Zeichen, aber dieses auch in unserer Wissenschaftscommunity mehr mit aufzunehmen. Auch als Diversität würde ich sehen, Förderung weiter mobil und virtuell zu gestalten. Wir denken darüber nach, wie limitieren wir den Schaden reeller Mobilität, aber wir stellen uns auch Fragen, wie fördern wir virtuelle Mobilität? Da sind wir am Anfang und da brauchen wir einen Diversitätsmix. Genau das Gleiche gilt, Sie haben sich sehr dafür eingesetzt, themenspezifische Ausschreibungen, richtig, und trotzdem bleibe ich dabei, dass wir auch themenoffene Ausschreibungen haben, auch um den nächsten Trend, um denjenigen voranzubringen, der dann in der gezielten Ausschreibung reüssieren kann. Das nehme ich aus dieser Diskussion mit, für die ich mich sehr herzlich bedanke. Dankeschön, Herr Geifes. Anticiper l'avenir, also die Zukunft vorhersehen. Wir haben uns in unterschiedliche Richtungen auf den Weg gemacht, um das anzudenken. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei diesem tollen Podium bedanken für Ihre unterschiedlichen Blickweisen. Ich darf mitnehmen, vielleicht für uns, ich komme aus der deutsch-französischen Hochschule, dass dieser Dialog fortgeführt werden soll in einer noch nicht festgelegten Form. Aber wir haben hier sehr viele Anregungen, glaube ich, heute in den Raum gestellt, unter denen das geschehen kann.